Wir senden heute zweisprachig, das heißt Deutsch-Englisch sind unsere Inhalte heute und Sie können natürlich zwischen diesen Sprachen wählen. Das heißt, wir haben eine Übersetzung in beide Sprachen vorgesehen und zu der kommen Sie, wenn Sie den kleinen Globus unten im Zoom-Menü anklicken und da eben zwischen dem Sprachraum Englisch oder Deutsch wählen. Ja, soweit erstmal zur Einführung und den Housekeeping-Bemerkungen. Ich freue mich jetzt sehr auf das Interview mit Renate Nicolai, die ich ganz herzlich begrüßen möchte. Sie ist, wie gesagt, Kabinettschefin der EU-Kommissionsvizepräsidentin für Werte und Transparenz, Vera Jourova. Frau Renate Nicolai wird einen kurzen Impuls geben, bevor wir miteinander sprechen. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen nach Berlin. Schade, dass ich nicht persönlich da sein kann. Ein paar Worte von mir zur Einleitung. Europa hat eine Vision für die digitale Transformation. Die Präsidentin der Kommission hat diese Dekade als die digitale Dekade bezeichnet. Der Europäische Rat hat in der vergangenen Woche in seinen Schlussfolgerungen den Willen, die digitale Transformation mit Ehrgeiz zu gestalten, erneut bestätigt. Und das Europäische Parlament arbeitet derzeit intensiv mit uns an den von uns vorgestellten konkreten Regulierungsvorschlägen. Europa ist also auf dem Weg und gibt auch international die Richtung vor. Und wir starten nicht bei Null. Bereits in den vergangenen Jahren haben wir für die digitale Transformation in Europa wichtige Fundamente gebaut. Die Datenschutzgrundverordnung ist eine wichtige Basis, um das Grundrecht auf Datenschutz auch in der digitalen Transformation zu gewährleisten. Mit der reformierten Datenschutzgrundverordnung, die seit 3 Jahren in Kraft ist, haben wir einen modernen und zukunftsorientierten Regelungsrahmen geschaffen. Und dieses moderne Datenschutzrecht hat sich sogar als ein quasi internationaler Standard entwickelt. Die Welt ist inspiriert von unseren modernen Regeln und ihre Grundprinzipien werden weltweit wiederholt. Zudem haben wir in den vergangenen Jahren mit steigenden Tendenzen von Hassrede oder Desinformationswellen im Netz umgehen müssen und wichtige erste Schritte mit den Plattformen und der Zivilgesellschaft entwickelt. Beispiele dazu sind etwa der Verhaltenskodex gegen illegale Hassrede im Netz oder gegen Desinformation im Netz. Diese hatten einen Effekt, aber sie hatten auch ihre Limits. Deswegen war es Zeit, regulatorische Ordnung in diesen wilden Westen des Internets zu bringen. Die E-Commerce-Richtlinie von vor über 20 Jahren ist einfach nicht mehr fit for purpose. Es galt, sich endgültig von der Naivität des Internets zu verabschieden und seine negativen Aspekte zu adressieren. Aber bei all dem darf der Fokus auf das Individuum und auf die Wahrung der Meinungsfreiheit nicht vernachlässigt werden. Die Regelung des Internets darf nicht zur Zensur führen. Wir dürfen keine Ministerien für Wahrheit bauen und den offenen Austausch der Ideen nicht limitieren. In diesem Kontext fügen sich die digitalen Regulierungsvorschläge ein, die die Europäische Kommission Ende letzten Jahres vorgestellt hat. Wieder Pionierarbeit, die bislang international Vergleiche sucht. Wir wollen etwa mit dem Digitalen Diensteakt Verantwortung und Verpflichtung für Plattformen festschreiben, zum Beispiel illegale Inhalte zu entfernen oder die Blackbox, um ihre Algorithmen zu lüften oder die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer zu stärken. Wir unterwerfen das Businessmodell der Plattformen und der Tech-Ad-Industrie einem wirklichen Stresstest. Das Zeitalter der Selbstverpflichtung alleine ist zu Ende. Die Plattformökonomie wird reguliert und überwacht, wie auch andere Sektoren. Und wir wollen gemeinsame Regeln für den europäischen Binnenmarkt. Und mit dem Digitalen Markteakt wollen wir die bestehende Marktposition der Plattformen als Gatekeepers reduzieren, Fairness im Markt sichern, die Wahlmöglichkeit von Nutzerinnen und Nutzern schützen. Und schließlich mit dem KI-Akt setzen wir Standards für eine vertrauenswürdige KI. Wir wollen KI befördern, aber wir wollen gleichzeitig den Menschen im Fokus behalten. Und da wir nicht alles wegregulieren können, haben wir mit dem Europäischen Demokratie-Aktionsplan ein Menü entworfen, um auch Bereiche wie Desinformation und Integrität von Wahlen in einem gesamtgesellschaftlichen Ansatz zu adressieren. Es geht hier nicht vorrangig um die Moderation der Inhalte, denn das könnte leicht zur Zensur führen. Es geht hier mehr um eine Architektur, in der alle Akteure in ihrer Verantwortung handeln, gestärkt handeln. Das bedeutet bei Desinformation etwa, die Quellen, die Kanäle und die Adressaten zu erfassen. Es bedeutet auch, dass wir etwa zu politischer Werbung in einigen Wochen Sonderregeln vorstellen werden, um die öffentliche Debatte vor manipulativen Echokammern zu schützen. Der Legislativprozess zu diesen ganzen Vorschlägen ist im vollen Gang und wir rechnen mit guten Fortschritten in den kommenden Monaten.
Eine Verabschiedung insbesondere vom digitalen Dienste- und Markteakt im Jahr 2022 ist ein erklärtes Ziel. Wir wollen First Mover bleiben. Gleichzeitig pflegen wir einen regen Austausch mit Partnern in der Welt zu diesen Themen. Insbesondere der transatlantische Austausch hat sich mit der Biden-Administration sehr intensiviert, denn internationale Konvergenz mit Allianzpartnern zu diesen Themen macht großen Sinn. Aber Regulierung ist nur ein Aspekt der Vision eines digitalen Europas. Ebenso wichtig ist eine wirkliche Innovationsstrategie, die Investitionen in die Digitalisierung in allen Mitgliedstaaten unterstützt. Das ist der Grund, warum wir die Mitgliedstaaten aufgefordert haben, 20% der Post-Covid-nationalen Konjunkturprogramme, die wir mit Next Generation EU auch finanziell unterstützen, der digitalen Transformation zu widmen. Und die Mitgliedstaaten haben dies gerne und gut angenommen. Dies wird zu einem wirklichen digitalen Schub in der EU führen und auch Themen wie Digitalisierung von Verwaltung oder von Justiz in allen Mitgliedstaaten unterstützen. Europa will auch digital souveräner werden. Wir wollen industrielle Daten strategisch gemeinsam nutzen in wichtigen Wachstumsbereichen wie etwa Gesundheit oder Verkehr. Und wir wollen uns stärker gemeinsam aufstellen, Exzellenzzentren bilden, etwa zu KI, Kräfte bündeln und in große Projekte wie Halbleiter oder Supercomputing einsetzen. Und schließlich geht es darum, die Menschen mitzunehmen, in digitale Bildung zu investieren, sicherzustellen, dass digitale Skills gut vertreten sind und dass keine Bevölkerungsgruppe in der digitalen Transformation abgehangen wird. Ein Digital Divide müssen wir unbedingt vermeiden. Europa verfolgt seinen Ansatz für die digitale Transformation selbstbewusst und mit Vision. Wir wollen wirtschaftlich aufholen, smart regulieren und den Blick auf das Individuum im Zentrum lassen. Wir sind auf einem guten gemeinsamen Weg. Dankeschön. Ganz, ganz herzlichen Dank für den Auftakt und den Impuls. Ich freue mich sehr, jetzt ein paar von den Konzepten und Ideen, die Sie gerade vorgestellt haben, mit Ihnen diskutieren zu dürfen. Vielleicht erstmal als Eingangsfrage, auch wissend, dass Sie ja auch sowohl am Digital Service Act als auch am Digital Markets Act eben mitgearbeitet und mitgestaltet haben. Wir sprechen ja schon lange von diesem dritten europäischen Weg. Haben Sie das Gefühl, dass er jetzt endlich Gestalt annimmt mit diesen neuen Policy-Paketen? Ich würde sogar sagen, es ist der erste europäische Weg. Ja, es ist wirklich, weil wir sind in diesen Bereichen wirklich Pioniere. Und ich bin wirklich stolz darauf, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, diese Regulierungsvorschläge vorzustellen. Das war eine Herausforderung. Das ist auch mutig. Wir sind da natürlich auch sozusagen auf der Bühne und können uns auch, müssen uns auch mit Kritik auseinandersetzen. Und das ist gut. Aber wir sind, glaube ich, am besten vorbereitet, wenn ich es vergleiche mit anderen internationalen Partnern. Deswegen habe ich all das erwähnt in meinem Eingangsstatement. Wir haben die Datenschutzgrundverordnung sehr lange diskutiert, ausführlich diskutiert. Es war natürlich eine bisschen andere Zeit, aber auch schon im Hinblick auf den digitalen Binnenmarkt. Wir haben diese wichtigen Jahre der Selbstverpflichtungserfahrungen gesammelt, wo wir vorsichtig waren, weil wir uns noch nicht sicher waren, wie wir regulieren können, wann wir regulieren wollen, ob es in Europa gemeinsam mit allen 27 Staaten einen gemeinsamen Willen gibt, zu regulieren. Diese Kommission hat das dann angenommen und es ist doch der richtige Zeitpunkt, denn sonst hätten wir wahrscheinlich einen Spaghetti-Haufen von nationalen Regeln gehabt, wie das Netzdurchsetzungsgesetz in der Bundesrepublik schon existiert, wären vielleicht auch andere Mitgliedstaaten dem gefolgt und hätten nationale Lösungen gewählt. Deswegen ist es gut, dass wir einen eigenen europäischen Weg wählen und ja, es ist ein eigener, weil es immer darum geht, auch das Individuum und die individuellen Rechte neben all der Unterstützung von Innovation und einem Push wirklich für den digitalen Fortschritt nicht zu vernachlässigen. Mal detaillierter ein bisschen auf die Inhalte der jeweiligen Policy-Pakete eingehen, vielleicht noch mal kurz so zum Hintergrund und zur Inspiration. Sie hatten ja auch die positive Strahlkraft des DSGVO erwähnt, auch gerade international, dass es auch in unterschiedlichen Staaten zur Etablierung neuer Privacy- und Datenschutzgesetze angeregt hat. Denken Sie, das ist eine wichtige Grundlage gewesen, um jetzt eben die Tür zu öffnen für solche auch noch anderes weitreichenderen Policy-Pakete? Ich glaube schon. Also einmal war es eine wirklich massive Übung als gesetzgeberische Übung. Und das ist ja in Europa auch immer komplex. Die Kommission stellt es vor, aber dann muss es mit dem Rat, mit den 27 Mitgliedstaaten verhandelt werden, gleichzeitig mit dem Europäischen Parlament. Im Ergebnis führt man das dann in den Trilogen zusammen. Das war eine mühsame Übung, wo wir viel gelernt haben, auch voneinander. Wir kommen von verschiedenen Positionen und haben uns aber auch schon auf ein großes, wichtiges Fundament geeinigt.
dieses Grundrechte-Konzept nicht zu vernachlässigen. Datenschutz ist ein europäisches Grundrecht, das kann man nicht wegdiskutieren. Das bleibt einfach da. Wir haben einen Europäischen Gerichtshof, der darüber auch regelmäßig Rechtsprechung veröffentlicht. Also von daher ist das eine, glaube ich, wichtige Basis gewesen, auf der wir dann auch unsere KI-Konzepte, unsere Plattform-Ökonomie-Konzepte ganz gut aufbauen konnten. Ich würde schon sagen, dass wenn ich es vergleiche zum Beispiel mit amerikanischen Partnern, ich bin mit denen viel im Gespräch, dann sehe ich da, dass es ein gewisses Hemmnis ist, dass etwa dort ein föderales, ein bundesweites US-amerikanisches Datenschutzrecht fehlt. Ja, absolut. Und dann wäre noch eine weitere Frage sozusagen zum Hintergrund und der Entwicklung jetzt dieser aktuellen Gesetzespakete. Ich kann mich selber ganz gut daran erinnern, wie die digitale Zivilgesellschaft in Deutschland auch sehr kritisch gegenüber zum Beispiel dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und anderen solchen Regulierungsversuchen gegenüberstand, aber wie auch gleichzeitig vielleicht heute so ein bisschen die Eingeständnis da ist, dass die Macht der Plattform und die weitere Zunahme auch dieser Macht vielleicht ein Stück weit unterschätzt wurde oder in der Rechtsgüterabwägung nicht genug priorisiert wurde. Und deswegen würde ich Sie gerne fragen, ob es eben in Ihrer Wahrnehmung auch so ist, dass euch solche Gesetzesvorstöße vielleicht aus Deutschland auch eine inspirative Grundlage gegeben haben und wie Sie es auch vielleicht betrachten würden. Sie hatten ja auch schon einige sozusagen der Kritikaspekte, Zensur etc. erwähnt, dass es jetzt aber auch einfach ja, die Situation ist, dass es notwendig ist, eben um diese Machteingrenzung einfach einen starken Schritt nach vorne zu gehen. Ich erinnere mich sehr gut an die Debatte damals, als das deutsche Gesetz entworfen wurde. Wir haben das ja immer, Mitgliedstaaten müssen auch Gesetze notifizieren. Da gibt es auch einen Prozess, weil wir können natürlich, wir müssen auch ein bisschen Überblick behalten, was eigentlich in Mitgliedstaaten gesetzgeberisch so passiert. Wir hatten damals große Diskussionen. Ich habe damals für Vera Jourova als Justizkommissarin gearbeitet und wir hatten auch durchaus Diskussionen im Justizministerrat. Ich erinnere mich an eine Diskussion, wo Herr Maas, der damalige deutsche Justizminister, verantwortlich damals für die Entwicklung des Gesetzes, auch erklärt hat, warum das eine Notwendigkeit war, aus der bundesdeutschen Perspektive da auch schon mit Gesetz, auch gesetzgeberisch aktiv zu werden. Das war ja auch eine Situation, wo wir wirklich eine inflationäre Entwicklung von Hassrede im Netz beobachtet haben. Es war die Situation mit der Flüchtlingskrise, der Migrationskrise. Also es gab einen Handlungsbedarf. Und ich erinnere mich gut an die Diskussion mit den Ministern, wo ganz klar wurde, dass viele andere Mitgliedstaaten überhaupt nicht in der Lage gewesen wären, sofort zu sagen, wir wollen Gesetzgebung. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir doch recht heterogen sind in Europa und dass zum Beispiel für selbst das Land, aus dem meine Vizepräsidentin kommt, Tschechien oder andere zentraleuropäische Länder, erinnern sich noch gut an ihre jüngste Vergangenheit vor dem Ende des Eisernen Vorhangs und an Wahrheitsministerien. Deswegen sind die sehr, sehr vorsichtig mit Inhaltemoderation allen möglichen Einschränkungen von Meinungsfreiheit. Deswegen haben wir damals wirklich gemeinsam entschieden, dass Deutschland ganz gut als Pionier erstmal voranschreiten kann. Wir mochten nicht alles in dem Gesetz, aber wir haben gesehen, dass es da, weil es natürlich auch wieder einen besonders geschichtlichen Hintergrund gibt in Deutschland, dass sie da vorangehen könnten. Aber für Europa selber, wir mit einem Selbstverpflichtungsansatz vielleicht erstmal besser fahren, der ja auch Effekte hatte. Zum Beispiel dieser Verhaltenskodex zu illegaler Hassrede im Netz, wo alle großen Plattformen und dann immer erweiterter mehr dazugekommen sind. Da, als wir angefangen haben mit dem 2016, wir haben uns geeinigt auf die Verpflichtung, dass illegale Hassrede im Netz innerhalb von 24 Stunden entfernt wird. Am Anfang hatten wir eine Löschungsrate von, ich glaube, so 27% und jetzt ist sie bei über 80%. Also da war schon auch ein Lernprozess, ja, weil das hat ja auch dazu geführt, dass die Plattformen mit der Zivilgesellschaft, mit den Faktencheckern sehr, sehr viel mehr zusammenarbeiten, als das jemals vorher der Fall war. Ich glaube, dass diese Übung wichtig war. Das deutsche Gesetz ist aus meiner Sicht, es ist ja auch sehr umstritten und es ist ja auch Gegenstand von Rechtsverfahren und wahrscheinlich auch Gegenstand der Koalitionsdiskussion. Das ist sicher nicht die Marke gewesen, die wir einfach kopiert haben für unsere europäischen Lösungen. Aber es hat sich ja genauso inspiriert in gewisser Hinsicht wie unsere Selbstverhaltensexperimente, was uns immer klar war, dass wir wahrscheinlich nachhaltiger regulieren müssen. Aber weil es ein so umfassendes Thema ist und weil wir natürlich auch eingreifen in eine
öffentliche Diskussion, die auf diesen sozialen Plattformen ja doch stattfindet, auch war es, glaube ich, gut, ein paar Jahre Zeit sich zu nehmen, um europäisch gut vorbereitet zu sein für den Regulierungsrahmen, den wir jetzt aber vorgeschlagen haben. Vielleicht können Sie ja gleich noch mal so ein bisschen reingehen in den Digital Services Act. Dann können wir vielleicht noch mal so ein bisschen unterscheiden, auch zum Digital Markets Act. Der Digital Service Act soll ja eben sozusagen für alle gelten und gleichzeitig eben aber diese angesprochenen Themen, also eine größere Verantwortung zur Verhinderung eben von Hate Speech, von der Verbreitung von Fake News auch bieten. Können Sie noch mal ganz kurz ein bisschen detaillierter vielleicht als im Impuls noch mal beschreiben, was Gegenstand des Digital Service Act ist? Es geht einerseits darum, sehr klare Verpflichtungen für die Plattformen, für alle aufzustellen, dass, wenn es um illegale Inhalte im Netz geht, dass die einfach aus dem Netz entfernt werden müssen und dass es auch sanktionsbewehrt ist. Das ist schon mal eine sehr klare Klarstellung und bringt sie weg aus der Selbstverpflichtung und ist natürlich auch eine Bestätigung dessen, was ja auch im Netzdurchsetzungsgesetz drin ist. Dann geht es aber auch um einen ganz insgesamten Ansatz zu den Plattformen, dass wir sie einfach ein bisschen rütteln wollen in ihrem Businessmodell. Ja, wir wollen sie nicht zerbrechen. Darum geht es nicht, ja, das ist nicht die richtige Frage, sondern es geht eher darum, dass wir ihr Businessmodell, wie sie es im Moment pflegen, durchschütteln wollen mit insbesondere sehr viel mehr Transparenz. Das sind sehr, sehr starke Verpflichtungen, auf die sie sich einlassen müssen, mit einer insbesondere für die großen Plattformen regelmäßigen Überprüfung. Mit sozusagen einer Überwachungsstruktur, die wir bauen, einer Governance-Struktur, die wir bauen, die es bisher so nicht gibt, die natürlich auch sich dann in grenzüberschreitenden Situationen auch gemeinsam zu Entscheidungen bewegen kann. Also das ist, glaube ich, insgesamt eine Struktur, wo Plattformen nicht mehr nur alleine gelassen werden mit ihren Terms and References, sondern wo ganz, ganz viel Due Diligence, ganz viel Transparenz, ganz viel öffentliche Diskussion und vor allen Dingen eine regelmäßige Überprüfung eingeführt wird. Die Idee ist natürlich, eine Struktur zu bauen, die zukunftsorientiert ist. Deswegen ist es mehr auch ein regelmäßiges Überwachungsverfahren, was man da ermöglichen muss, um dem Einzelnen in allen möglichen Situationen, die sich in der Zukunft ergeben können, sicherzustellen, dass er oder sie seine Rechte besser durchsetzen kann gegenüber den Plattformen. Ich glaube, das ist ein insgesamt sehr, sehr breiter Ansatz. Da geht es auch um Werbung für die Plattformen. Und da müssen die Plattformen auch sehr viel transparenter sein. Sie müssen zum Beispiel bei Werbung diese Archive bauen, wo man sehr, sehr viel mehr Überblick haben kann. Wir haben schon überall Strukturen eingebaut, um bei den Aktionen der Plattformen, wie wir sie beobachten, Stopps einzubauen, damit sie einfach nicht so weit agieren können, wie sie das bisher gemacht haben, ohne jeglicher Kontrolle unterworfen zu sein. Sie haben es vorhin so schön als Architektur der Verantwortung beschrieben, da wollte ich gleich nochmal drauf eingehen, aber es ist im Prinzip der Gedanke, dass gerade die Akteure, die Plattformen, die eben auch einen öffentlichen Charakter haben aufgrund ihrer Reichweite, ihrer Wichtigkeit innerhalb unserer Gesellschaft, ob es jetzt als Marktplätze sind oder als Kommunikationsorte sind, eben auch sich öffentlichen Checks und Balances unterziehen müssen. Also mit Überwachung in dem Sinne eigentlich eine Transparenz und eben neue Systeme für Checks und Balances gemeint sind. Ich glaube, der Ansatz der E-Commerce-Richtlinie war ja immer, dass man sozusagen alles in Ruhe lässt, weil es eben ja. 20 Jahren hatte man den Eindruck, das Internet war eine fantastische neue, innovative Idee, bringt Leute in Kontakt, ermöglicht viele, viele neue Modelle, erleichtert es das Praktizieren für Konsumenten, für Unternehmen und das stimmte ja auch alles. Und ich glaube, hier geht es jetzt darum, wirklich Ordnung zu schaffen und sie einer ganz klaren Verpflichtungsstruktur zu unterwerfen, so wie man es in der Vergangenheit auch mit anderen Sektoren getan hat. Es ist nicht ungewöhnlich. Ja, wieso sollen Plattformen nicht einer starken Regel unterworfen sein, weil sie einen großen Einfluss haben auf Debatten, auf Märkte? Und das will der Digitale Dienste-Akt in einem sehr breiten Ansatz einfach sicherstellen für die Zukunft bei allen möglichen Aktivitäten von Plattformen, dass wir da einfach Schranken eingebaut haben in dem Herangehen, die es den Nutzerinnen und Nutzern vor allen Dingen ermöglicht, immer die Kontrolle zu behalten. Und ich habe nur gerade auf den anderen Bildschirm geguckt, weil wir haben auch schon Publikumsfragen, die reinkommen. Die würde ich auch gleich nochmal berücksichtigen und mit rannehmen.
Wie ging es Ihnen denn jetzt auch bei den jüngsten Enthüllungen wieder? Natürlich sozusagen der monatliche Facebook-Skandal. Sie hatten auch gerade schon das Thema Geschäftsmodell erwähnt. Sozusagen nochmal einfach eine große Bestätigung für das, was Sie gerade planen. Gerade wenn eine der Kernaussagen waren, Plattformen könnten eigentlich viel, viel mehr tun und tun es aus wirtschaftlichen Gründen nicht, was die Bekämpfung eben von Hate Speech als Beispiel angeht. Absolut. Wir hatten auch Gespräche mit Frances Haugen, natürlich wie viele andere auch. Und ich würde sagen, für Europa war das eine gute Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube, das Wachrütteln passiert eher in den USA und ist vielleicht auch sinnvoll für eine Debatte, wie sie jetzt auch stattfindet im Kongress. Ob es zu Gesetzgebung führen wird, bin ich mir nicht so sicher. Aber für uns hat es sicher einen Stimulus bewirkt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir uns vielleicht auch nochmal angucken müssen, haben wir wirklich alles erfasst? Ja, weil wenn man mit jemandem wie Frances Haugen spricht, dann hat sie natürlich auch technische Insights, die auch nochmal überlegen lassen, sind wir weit genug gegangen bei zum Beispiel der Transparenz der Algorithmen? Aber das sind Sachen, die werden Sie heute auch sicher in den Foren im Einzelnen genau diskutieren. Und das ist ja genau auch die Debatte, die wir jetzt gerade in Europa führen. Ich möchte es auch nochmal betonen, wenn die Kommission Vorschläge vorlegt, das sind immer sehr, sehr gut vorbereitete Vorschläge, aber natürlich ist das nicht immer genau das, was am Ergebnis, was am Ende als Ergebnis herauskommt. Das ist auch ein Prozess, in dem viel Lernen auf allen Seiten stattfindet und wo auch die Debatte mit den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament, wo auch viel, viel Kenntnis nochmal dazukommt, oft auch hilft, Sachen auch nochmal zu verschärfen oder klarzustellen. Und da sehe ich die jüngsten Skandale eher als eine Einladung, wirklich nochmal zu schauen, gehen wir auch weit genug, ja? Machen wir genug? Ich möchte aber betonen, dass es eben auch nochmal gezeigt hat, dass wir natürlich nicht alles regulieren können. Also ich warne davor, zu denken, dass der Digitale Dienste-Akt eben das Modell sein kann, wo man jetzt auch sagt, wir regulieren Desinformation weg. Desinformation wird es immer geben in unserer Gesellschaft. Da geht es wirklich eher darum, in einem gesamtgesellschaftlichen Ansatz wirklich Strukturen zu bauen, wo wir alle, die Bevölkerung, indem wir einfach sehr viel mehr wahrnehmen und uns gewahrer sind, dass wir Fakten checken müssen, aber auch die Kanäle, die Plattformen mehr einzubinden, dass sie natürlich aktiv werden müssen gegen Desinformation. Aber vor allen Dingen, dass wir auch in unserer Analyse klarer sind, wo kommt es eigentlich her, um auch in unserer Antwort effizienter sein zu können. Das kann man nicht regeln, alles in einem digitalen Dienstakt. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Absolut. Und auch gehören natürlich zu dieser Architektur der Verantwortung, wie Sie es genannt haben, unterschiedliche Komponente und das Zusammenwirken unterschiedlicher Akteursgruppen. Ich denke dabei auch eben an das Teilen bestimmter Datensätze mit wissenschaftlichen Akteuren für Forschungszwecke, wo es ja eine große Verschlossenheit vieler Plattformen, vor allem auch unter anderem Facebook gegenüber akademischen Akteuren bisher gegeben hat. Und nehme an, dass es auch ein Punkt der Öffnung, der bewirkt werden soll im Zuge der neuen Policy-Pakete. Ich würde an der Stelle schon mal diese Frage verbinden mit einer, die aus dem Publikum kam. Ich muss sagen, bisher haben alle Publikumsfragen Abkürzungen, die sie beinhalten. Vielleicht als Appell an unsere Gäste, dass gerne Abkürzungen auch ausgeschrieben werden dürfen. Und zwar fragt Oliver Rack, wie soll so eine Oversight-Struktur aussehen? Wie soll sie vor allem technisch aussehen? Er fragt insbesondere wegen der HDV-Durchführung. Also wer hat da die Kontrollkompetenzen, die EU oder die Mitgliedstaaten? Ja, ich gehe erstmal auf die auf den Zugang zu den Daten ein. Also da ist der Digitale Dienste-Akt auch schon selber klar und führt da eine ganz klare Verpflichtung ein. Aber zum Thema Desinformation, wo das ja auch ganz wichtig ist, weil man da auch genau wissen muss, wie gehen eigentlich die Plattformen mit dem Thema um. Da haben wir jetzt arbeiten wir gerade an einem an der Überarbeitung des Code of Practice zu Desinformation. Der soll sozusagen ein neuer Pakt für Desinformation werden, der dann auch eingefügt werden kann in den Digitalen Diensteakt, weil er wir sehen ja vor im Digitalen Dienstakt für die großen Plattformen, dass sie auch risikomindernde Maßnahmen ergreifen können, was dann in ihrem jährlichen Überwachungsverfahren zu ihren Gunsten vielleicht gehalten werden könnte. Und da spielen solche Selbstverpflichtungen oder Koregulierungskodisse, denn es wäre nicht mehr eine reine Selbstverpflichtung, wie ein Pakt gegen Desinformation, spielt da eine Rolle. Und in diesen Diskussionen, die wir gerade haben, zu diesem neuen Pakt zur Desinformation, da gibt es morgen wieder Diskussionen mit den Plattformen, da ist zum Beispiel ganz wichtig der Zugang zu den Daten, weil in der Tat war das eine Erkenntnis, als wir unseren existierenden Code of Practice von 2018
2018 zur Desinformation überprüft haben, dass es nach wie vor eine Blackbox ist und dass wir da nicht mit den Plattformen das so belassen können, dass nach deren Gutdünken wir mal Zugang zu den Daten bekommen. Wenn wir uns da in der analytischen Kapazität aller besser aufstellen wollen, brauchen wir den Zugang zu den Daten. Zu der anderen Frage, wie sieht die Governance aus? Das ist ein großes Thema der Diskussion gerade im interinstitutionellen Co-Legislativprozess. Wir haben vorgeschlagen von Seiten der Kommission, dass es eine dezentrale Struktur grundsätzlich gibt, dass also in den Mitgliedstaaten Behörden geschaffen oder benannt werden müssen, die Digital Service Coordinators sind. Aber das ist natürlich auch, weil wir eine kohärente Anwendung brauchen, die zusammengefasst werden und zusammenarbeiten sollen auf der europäischen Ebene in einem Board, wo auch die Kommission eine Rolle hätte. Das ist ein bisschen angelehnt an die Struktur, die wir auch mit der Datenschutzgrundverordnung gebaut haben. Da gibt es ein Data Protection Board, wo die nationalen Datenschutzbehörden regelmäßig zusammenarbeiten. Aber in der Diskussion ist das ein großes Thema, weil sowohl von Parlamentsseite als auch von Ratsseite sehr, sehr stark unterstützt wird, dass wir da vielleicht doch einen Schritt weiter gehen sollten und dass wir eine effizientere, vielleicht auch etwas konzentriertere Umsetzung der neuen Verpflichtungen sicherstellen sollten. Also das ist gerade sehr im Gang. Ich persönlich glaube nicht, dass man das alles auf eine zentrale Ebene hieven kann, weil wir haben auch sehr spezifische kulturelle Besonderheiten in den einzelnen Mitgliedstaaten. Zum Beispiel, was illegal ist in einem Staat A, ist nicht unbedingt illegal in einem Staat B. Also ich glaube nicht persönlich daran, dass man die Überprüfung für alle Kontexte auf die Brüsseler Ebene hieven sollte, sondern dass wir ein intelligentes Kooperationsmodell schaffen müssen, wo es ganz klar für systemische Themen auch wirklich eine Aufgabe für Europa gibt und für eine gemeinsame Arbeit, aber dass man trotzdem auch Situationen schafft, wo in der täglichen Umsetzung auch nationale Behörden ihre Rolle spielen können. Mhm. Dankeschön. Die Frage wird nochmal gerade weiter ausgeführt und HDV stand für High Value Data. Nur vielleicht eine kurze Nachfrage dazu. Fragt Herr Rack, ob es digitale Werkzeuge geben wird, die diese Durchführungskontrolle automatisiert unterstützen sollen. Ich glaube, dass wir uns technisch mit der Expertise, um diese Themen, die Sie ansprechen, genau auch zu adressieren, viel, viel besser aufstellen müssen. Also, dass diese Autoritäten, diese Behörden, wenn sie geschaffen werden, genau mit diesen Themen umgehen müssen. Was kann man automatisiert machen? Welche Expertise brauchen wir, um diese Analyse überhaupt darzustellen? Ich glaube, im Moment wäre kein Mitgliedstaat, auch keine deutsche Medienanstalt, wirklich ausgerüstet, um das sofort zu ermöglichen. Das ist wirklich eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen, gemeinsam. Es wird genauso eine Aufgabe in der Kommission sein. Wir haben schon Expertise, aber wir hätten nicht die Expertise jetzt, um so etwas in der täglichen Umsetzung wirklich auch mit den entsprechenden auch digitalen Tools zu nutzen. Ich glaube, das wird dann nochmal in der Umsetzungsphase auch eine große gemeinsame Aufgabe werden, so wie es das auch in der Datenschutzgrundverordnung war. Ja, da waren auch nicht die Datenschutzbehörden in allen Mitgliedstaaten gleich ausgerüstet und die gab es schon, während wir hier ja ein völlig neues System schaffen. Also wir reden jetzt gerade darum, das zu strukturieren, aber dann werden wir eine gemeinsame Anstrengung versuchen müssen, das auch gemeinsam aufzubauen. Und die Geschichte ist nicht zu Ende, wenn der Trilog beendet ist, sondern dann geht die Geschichte weiter in einer wirklichen engen Kooperation der gemeinsamen Umsetzung. Absolut. Ich komme gleich nochmal auf die Publikumsfragen zurück, aber würde gerne jetzt nochmal einladen, einfach nochmal ein bisschen auch aus Ihrer Perspektive zu erfahren, denn die Idee hinter dem Digital Markets Act ist ja auch, dass es eben andere faire Wettbewerbsbedingungen in der EU schaffen soll und so vielleicht auch eben zu einem Innovationsstimulus innerhalb der EU werden könnte. Deswegen, unsere Veranstaltung heißt ja auch Vision für ein digitales Europa 2025. Was wäre denn Ihr Wunsch, wie sich die digitalen Wirtschaftsinnovationsräume, vielleicht auch die europäische Plattformökonomie auf Basis des hoffentlich erfolgreich umgesetzten Digital Markets Act entwickeln könnte? Ja, aber der digitale Markt-Act hat in der Tat eine Chance, weil wir wirklich sehr viel wagen, da in einem vorwettbewerblichen Überprüfungskontext Regeln aufzustellen, die ganz klar sagen, ihr habt eine Gatekeeper-Rolle, das ist schön, ihr seid sehr erfolgreich, das unterstützen wir. Aber wir sehen auch missbräuchliche Entwicklungen. Ja.
Und um da sozusagen die Türen offen zu lassen für Innovation und für andere Akteure, wenn wir den digitalen Markteakt so verabschieden, wie wir ihn angelegt haben und wie er jetzt auch weiter diskutiert wird, mit klaren Listen, was nicht möglich ist, ja, sodass man nicht einfach Dienste nutzen kann und sie dann selber aufbauen kann und so seine Monopolstruktur verstärkt, dann glaube ich, kann das einen enormen Push geben für mögliche Schaffung von Startups in allen möglichen Bereichen, die dann einfach ihre eigenen Nischen finden können, ja. Ich glaube, wir haben in Europa in der Tat ein bisschen die Situation verpasst, so eine Facebooks und Googles zu bauen. Aber die digitale Transformation wird ja unheimlich viele neue Möglichkeiten entwickeln. Und wir haben das jetzt auch gesehen, gerade durch die Covid-Erfahrung sind wir ja alle, das hatte ja einen Katalysator-Effekt für uns alle. Ob es irgendwie in der Bildung ist, ob es eben im Konferenzsystem ist, das, was wir gerade leben. Also überall haben wir gesehen, dass es viele interessante Modelle gibt, damit auch Möglichkeiten für ganz viele wirtschaftliche Akteure. Da würde ich mir wünschen, dass sozusagen das einen Schub hat für die Entwicklung von neuen Ideen. Viel wichtiger ist vielleicht noch, den gesamten KI-Bereich da wirklich auch zu sehen, als einen ganz neuen Bereich, wo es nicht zu spät ist für Europa. In keinem Fall ist es auch bei dem anderen Bereich nicht wirklich. Aber mit Facebook aufzuholen, wird vielleicht kompliziert. Aber im KI-Bereich, wenn wir uns da jetzt wirklich gut gemeinsam aufstellen, mit all dem, was ich gesagt habe, mit den gemeinsamen Aktionen für Exzellenzzentren und wirklich Ausgliederung von interessanten Ideen, dann glaube ich, können wir dort auch noch an die Spitze kommen. Und weil das ist eine Bewegung, die gerade auch, wenn man das vergleicht mit was passiert in China, was passiert in den USA, dann ist das im Grunde eine parallele Wettbewerbsbewegung. Und da habe ich große Hoffnung, dass wir mit unseren Regeln, die ganz klare Parameter stellen, aber auch einen Schub geben wollen, weil wir es ja nicht verbieten. Der KI-Akt ist ja kein Verbotsakt, sondern er ist eher ein Enabler-Akt, dass wir da einen großen Beitrag leisten können. Und das wird natürlich für, auch das hat so eine enge Verbindung auch wieder mit unserer ökologischen Transformation, ja, die ja sozusagen die große parallele Transformation ist, die wir versuchen, von Europa aus zu gestalten. Und digitale Lösungen, digital basierte Lösungen, KI-Lösungen sind so wichtig, um zum Beispiel smarte Mobilität oder grüne Landwirtschaft oder was auch immer zu gestalten. Also ich glaube, da sind auch Synergieeffekte möglich, wenn wir uns da jetzt wirklich in den nächsten Jahren stark drauf konzentrieren. Deswegen bin ich schon davon überzeugt, dass wir mit unseren Regulierungskonzepten, aber vor allen Dingen auch mit dem parallelen Innovationskonzept ganz gut einen Push nach vorne gestalten können, weil es ganz, ganz viele kreative Leute gibt, die mit großen Ideen kommen könnten. Absolut. Vielleicht bauen wir lieber gleich das neue, bessere Metaversum statt das neue Facebook. Eine Frage möchte ich noch stellen, die anschließt an das, was Sie gesagt haben, mit, dass wir das natürlich nicht nur in Isolation, sondern auch mit Partnern tun und natürlich auch gerade der transatlantische Austausch ein wichtiger ist. Ein Thema, was mir immer besonders am Herzen liegt, ist, wie sucht Europa den Dialog oder eben auch Allianzen mit anderen Ländern, anderen Weltregionen, gerade in diesem Dreigespann, wenn man eben das amerikanische, US-amerikanische Modell, das auf China getriebene Modell und dann vielleicht eben als demokratisch orientierten Alternativweg begleitet, gerade auch im Hinblick des ja digitalen Eroberungswettlauf, der stattfindet, den man so bezeichnen könnte, mit Hinblick auf die One Belt, One Road Initiative Chinas und das, was die USA entgegenhält. Wie sehen Sie da Europas Verantwortung auch auf andere Weltregionen und deren Digitalisierungs- oder digitale Souveränitätsbestrebungen? Ja, ich glaube, wir müssen uns da geostrategisch gut aufstellen. Und das ist auch Teil dieser digitalen Transformationsstrategie. Das ist Teil der Entscheidung, der bewussten Entscheidung auch in einem First-Mover-Kontext mit Regulierung voranzugehen. Wir sind noch nicht da. Meine Hoffnung wäre, dass man irgendwann für die digitale Welt eine Art Bretton Woods schaffen kann. Ja, also weil ich halte das für so bedeutend für die Weltgesellschaft, dass es eigentlich solcher Maßnahmen bedürfte. Aber da sind wir längst nicht. Sie haben richtig erwähnt, dass unsere chinesischen Partner digitale Lösungen vielleicht weniger aus der Perspektive des Individuums betrachten, sondern eher aus der Perspektive, welche Möglichkeiten auch einer Sicherheitsüberwachung gibt es in Gesellschaften dafür.
Ich finde es ganz spannend, dass wir aber mit vielen, vielen anderen sehr interessante Dialoge mittlerweile haben zu diesen Themen und auch in internationalen Foren, also nicht G7, G20 ein bisschen weniger, aber es gibt da schon auch internationale Organisationen, die befördert werden können und die da ihre Rolle spielen können. OECD spielt da sicher auch eine Rolle. Eine harte Regulierung international, da werden wir sicher noch ein Stück weit warten müssen, wenn sie überhaupt jemals kommt. Aber mit den USA finde ich das gerade sehr spannend, weil gerade zum Beispiel die Erfahrungen in den USA Anfang des Jahres, der Sturm aufs Kapitol, glaube ich, haben auch nochmal so einen Effekt gehabt in den USA, die Sache wirklich sehr ernst zu nehmen. Und die haben in den vergangenen Jahren, wenn wir mit denen im Gespräch waren, wo wir ja auch schon Regulierungsideen hatten, da haben die immer gesagt, First Amendment, Meinungsfreiheit, da sind wir sehr vorsichtig, das können wir nicht regulieren. Da gibt es jetzt mittlerweile wirklich eine große Diskussion über harmful content, und Sie haben ja auch im Präsidentschaftswahlkampf gesehen, Break up Facebook, das waren durchaus auch Themen, die in der Debatte standen. Die Facebook-Skandale jetzt werden wieder ihren Impetus dort haben. Wir haben ja gerade den Trade and Technology Council gegründet, also ein Forum, wo wir uns gerade zwischen EU und USA regelmäßig verabreden wollen über diese regulatorischen Themen der digitalen Transformation, aber auch handelspolitische Themen und so weiter zu sprechen gemeinsam. Ich halte es für sehr, sehr gewinnbringend, weil wenn wir uns auf Prinzipien, ähnliche Prinzipien einigen könnten, hätte das natürlich auch eine Strahlkraft auf andere. Aber wir sind auch mit vielen, vielen anderen im Gespräch. Also Japan ist super interessiert daran, was wir machen. Kanada ist super interessiert daran, was wir machen. Also ich glaube, die Allianzen sind da einfach groß möglich. Und ich habe es sehr genau verfolgt, weil ich sehr involviert war bei der Datenschutzgrundverordnung, wie sozusagen unsere Themen sich ausgebreitet haben, unsere Prinzipien. Es geht ja nicht darum, eins zu eins irgendetwas zu übertragen. Alles entsteht immer in einem besonderen Kontext, der politisch ist. Und das muss nicht unbedingt gleich passen auf ein anderes politisches System. Aber es geht um Prinzipien, auf die wir uns einigen. Und was uns da gelungen hat, ist, das würde ich mir wünschen, dass uns das vielleicht auch bei der digitalen Transformation ein Stück weit gelingt, weil wir einfach sehr weit voran sind im Vergleich zu den internationalen Partnern. Jedenfalls, wenn es um Regulierung geht. Absolut, ja. Wir haben noch zwei Publikumsfragen. Vielleicht schaffen wir ganz kurze Antworten auf beide. Ich lese mal die erste vor von Sophie Stahlberg. Sie fragt, wie wird sichergestellt, dass der Digital Service Act nicht hinter nationale Standards zurückfällt? Möglich wäre eine Meldeverpflichtung zum Beispiel an den Digital Service Coordinator, sodass diese Information weitergegeben werden kann und muss. Wie stehen Sie zu der Aufnahme solcher notwendigen Verpflichtungen, die aus Ihrer Sicht das Internet sicherer machen? Die erste Frage ist die Frage der Harmonisierung oder sozusagen nationale Auswege. Der Binnenmarkt ist ein ganz, ganz wichtiges Gut für uns. Und der digitale Diensteakt, der digitale Markteakt sind entstanden aus der Idee des Binnenmarktes und den Binnenmarkt mit gemeinsamen Regeln zu stärken. Und deswegen hoffe ich sehr, dass wir Möglichkeiten finden werden im digitalen Diensteakt, das Ganze so zu Gestaltungsstrukturen gut arbeiten. Das ist eine gute Idee. Das wird auch ein bisschen diskutiert gerade. Aber ich rede da jetzt wirklich auch wieder aus meiner Erfahrung aus der Datenschutzgrundverordnung. Da war ja der Weg, wir kamen von Richtlinien, von 27 verschiedenen Richtlinien zu einer Verordnung. Das heißt von Richtlinien, die sehr individuell und verschieden leider auch umgesetzt waren, zu einer Verordnung, die direkt überall gilt. Und hier gehen wir gleich mit einer Verordnung, die überall direkt gelten wird, hinaus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir die Debatte, die wir damals auch hatten, brauchen wir Ausnahmemöglichkeiten, Spezifizierungen für nationale Strukturen, dass wir uns daran erinnern und dass wir in dieser Debatte nicht vergessen, wie wichtig es ist, das gemeinsame, harmonisierte Recht, ein Recht für einen Kontinent, nicht aus dem Kopf zu verlieren. Weil das ist ganz wichtig, damit überall in der EU die gleichen Rechte für die Bürgerinnen und Bürger gelten, aber natürlich auch die gleichen Verpflichtungen für die entsprechenden Plattformen und die Akteure. Das Internet sicherer machen, darum geht's. Es geht uns mit dem digitalen Diensteakt ganz klar darum, auch den Verbraucher, die Verbraucherinnen zu schützen, aber es kann nicht alles im digitalen Diensteakt geleistet werden. Deswegen gibt es auch spezifische Regeln. Wir haben zum Beispiel eine spezifische Regelung für terroristische Inhalte, ja, wo wir viel schärfere Löschungsregeln haben. Wir werden vorstellen für sexuelle Ausbeutung von Kindern online.
spezifische Regeln. Wir stellen vor, Ende des Monats spezifische Regeln für politische Werbung, weil wir da einfach weitergehen wollen, weil wir da die Gefahren größer sehen und weil wir dieses allgemeine Gesetz, was wir mit dem Digitalen Markteakt erlassen oder verhandeln wollen, weil wir das als die Basis sehen. Aber wenn es bestimmte Sicherheitsaspekte gibt, müssen wir uns erlauben, auch spezielle Regeln draufzusetzen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Nicolai, für diesen fantastischen Überblick aller geplanten aktuellen Maßnahmen, Policy-Pakete und auch der Visionen, die dahinter stehen. Ein wunderbarer Auftakt für die heutige Veranstaltung. Vielen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen eine gute Diskussion in vielen Foren. Dankeschön, dass ich da war. Dankeschön. Ja, und nach diesem Auftakt starten wir jetzt mit unseren parallelen Sessions. Es geht jetzt weiter gleich hier in Raum 1 mit dem Thema Economy Online. Und zwar diskutieren wir jetzt gleich weiter, eigentlich da, wo wir gerade aufgehört haben, mit Frau Nicolai zum Thema Digital Market Act. Was braucht es für neue Regeln für einen fairen Wettbewerb? Und in Raum 2 startet jetzt auch unsere parallele Diskussion dazu, und zwar zum Thema Data Online, Unleashing Data Treasures, European Data Spaces und Gaia X. Ein Panel unter anderem mit Lilie von Wikimedia Deutschland, mit Sergej Lagandowski, der Mitglied der Grünen Partei im Europäischen Parlament ist, und mit Marco Alexander Breit von der Artificial Intelligence Task Force vom Ministerium für Wirtschaft und Energie. Und das Ganze wird moderiert von Marielle Sousa. Also viel Spaß in Raum 2, und ich freue mich darauf, jetzt hier in Raum 1 loszulegen mit dem Panel Digital Markets, New Rules for Fair Competition. Dieses Panel wird so. John Weizmann ist Jurist und Leiter für Politik und Recht bei Wikimedia Deutschland. Als Vertreter für das freie Wissen setzt sich sein Team in der Bundes- und EU-Politik dafür ein, dass datengetriebene Projekte vom Ehrenamt ihr volles Potenzial fürs Gemeinwohl entfalten können. Die European Data Spaces müssen, so sagt er, dem gemeinschaftlichen Gemeinwohl, dem gesellschaftlichen Gemeinwohl dienen, und Daten müssen zivilgesellschaftlichen Organisationen bzw. dem Ehrenamt zugänglich sein. Und als letztes unser Panelist Sergej Lagodinsky. Er ist Jurist und Mitglied des Europäischen Parlaments. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses und Mitglied im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten sowie im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Für die Datenerhebung, Speicherung und Nutzung bedarf es verantwortungsvolle Standards, sagt er, die ein europäischer Datenraum setzen kann. Ich bin schon sehr gespannt auf die Diskussion. Zum Aufwärmen einmal eine Frage an Sie alle, liebe PanelistInnen. Sie können danach gerne sofort aufeinander eingehen und Ihre Diskussion starten. Der europäische Datenraum, ist das eine realistische Vision oder ein unerreichbares Ziel? Herr Lagodinsky, möchten Sie vielleicht einmal starten? Ja, vielen Dank. Ich starte dann etwas generell und von aus der politischen Perspektive aus gesehen. Ich glaube, wir haben, und das ist sozusagen das, was man immer wieder hört, und ich bekräftige das auch, wir haben wirklich goldene Standards gesetzt, auch mit unseren Datenstandards, DSGVO und so weiter. Da muss ich jetzt nicht drauf genauer eingehen. Ich glaube, alle Anwesenden wissen und schätzen diese Rahmenbedingungen. Die Frage ist jetzt aus meiner Sicht, wie können wir nicht nur Standards setzen, sondern also für uns, sondern auch diese Standards global setzen und global mithalten. Und da brauchen wir eben strukturelle, politische und auch finanzielle Anstrengungen, um uns global zu positionieren im Bereich von KI und Daten. An beiden arbeite ich im Europäischen Parlament mit, in beiden Bereichen. Wird es grundsätzlich darauf ankommen, dass wir eben nennenswerte Datensätze, gemeinsame Datenräume haben. Wenn wir die nicht haben, dann sind wir erstens von anderen abhängig. Das wollen wir nicht unbedingt. Ich würde das jetzt nicht überhöhen, diese Diskussion über die sozusagen schädliche, einseitige Abhängigkeit sagen wir von amerikanischen Konzernen. Auch da würde ich schon unterscheiden zwischen verschiedenen
Ländern und den auch demokratischen Standards, die sie setzen. Aber es ist ja selbstverständlich so, dass wir hier geostrategisch, dieser berühmte Begriff der Souveränität, digitalen Souveränität und der Datensouveränität, wir müssen uns zumindest da so positionieren, wo wir schon jetzt einen potenziellen Marktvorteil und Unique Selling Point haben. Und aus meiner Sicht wäre das vor allem in drei Bereichen der Fall. Einmal Industriedaten, das ist etwas, wo wir eben im Gegensatz zu vielen anderen Mitbewerbern einfach Industriegiganten immer noch haben, ja, diese Fixierung auf European Champions hin oder her, aber wir haben die Schotten, ja, gerade in Deutschland, die Daten zu verschränken und die Daten eben auch zu einem Marktvorteil zu machen, wäre wichtig, auch europaweit. Zweitens, ich glaube, dass wir im Bereich der nicht personenabhängigen oder anonymisierten Gesundheits- und Daten und der Daten der medizinischen, aus dem medizinischen Bereich aktiv arbeiten und verschränken müssten. Und eben Daten, die wir brauchen für die grüne Transformation. Das heißt, Daten aus öffentlicher Hand, aus dem Verkehrsbereich, dass wir hier dafür Strukturen setzen. Aus meiner Sicht wären das die drei Silos, ja, die drei Punkte, die drei Bereiche, wo man sich strategisch darauf konzentrieren müsste und dann so ausgestalten, dass es einerseits nennenswert, global nennenswerte Datensätze sind, offene Datensätze sind, da wird wahrscheinlich Herr Weizmann auch dazu einiges sagen, und eben Datensätze sind, die mit unseren Werten vereinbar sind, also nicht nur Open Data, sondern auch eben Daten, die klar und sicher anonymisiert sind und nicht sozusagen durch eine De-Anonymisierung dann wieder rausgeholt werden aus dem sicheren Bereich der Nicht-Personen-Daten. Das ist mir auch wichtig, dass wir auch Ökosysteme schaffen, die auch sicher sind, sowohl datenschutzrechtlich als auch von Cybersecurity her. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir eine gemeinsame europäische Anstrengung machen. Und das Projekt bei aller Problematik, wir haben es jetzt in den Medien auch gehört, dass es doch nicht so glatt läuft. Da bin ich gespannt, was die Kolleginnen auf dem Podium dazu sagen. Aber als Ziel, als Vorgabe finde ich es absolut wichtig, dass wir hier in dieser Form oder in einer anderen Form vorankommen. Ja, vielen Dank. Da wurden schon sehr viele wichtige Punkte angesprochen. Herr Weizmann, Ihr Name ist schon gefallen. Vielleicht wollen Sie direkt weitermachen. Ja, mache ich gerne. Sie hatten ja gefragt, ist das eine realistische Perspektive oder ein unerreichbares Ziel? Das hängt so ein bisschen davon ab, was man mit Perspektive und Ziel meint tatsächlich. Wenn man mit der Perspektive meint, dass sozusagen das digitalisierte Gemeinwesen, das Gesamtgemeinwesen der EU, was ja immer stärker zusammenwächst, dass das für die Europäerinnen und Europäer nennenswert vorangebracht wird, dann kann man im Moment noch zweifeln, ob das was wird, gerade aus Sicht der Zivilgesellschaft. Denn die European Data Spaces, das hat eben Herr Lagodinski auch schon angedeutet, werden ja nicht vollständig offen sein im Sinne von Open Content, wie wir ihn propagieren und wie er auch erfolgreich gelebt wird. Sonst bräuchte man sie ja nicht, sonst bräuchte man ja nicht diese Abgrenzung in Spaces. Sie sind also sind ja gedacht als geschützte Räume oder als Sammlungen, in denen Dinge passieren können, abgeschirmt von anderen Sachen. Und diese Grenzen, die man da dann zieht, sind natürlich auch ein Problem. Die haben sicherlich ihre Vorteile, aber sind auch ein Problem. Und das bedeutet für uns nämlich zum Beispiel für die ehrenamtlichen Projekte und auch alles andere, was auf Open Content aufsetzt, dass es erstmal wahrscheinlich nicht nutzbar sein wird, was in diesen Daten passiert. Deswegen, wenn es also wirklich hilfreiche Datenräume sein sollen im Sinne des Gesamtgemeinwesens der digitalisierten Gesellschaft der EU,
dann muss ein Zugang für alle letztlich geschaffen sein in diese Datenräume. Und das beißt sich natürlich an einigen Stellen mit der Idee der Abgrenzung. Aber es gibt Mittel und Wege, oder es gäbe Mittel und Wege, dass man, dass zum Beispiel die Forschung in den Data Spaces arbeiten kann, Datenanalyse machen kann, Data Mining betreiben kann, Erkenntnisse gewinnen kann, aber eben auch, dass ehrenamtlichen Projekte da Zugang bekommen und zumindest innerhalb dieser Data Spaces arbeiten können. Noch besser wäre natürlich, wenn Daten auch rausgenommen werden können aus den Data Spaces, außerhalb genutzt werden können. Das ist natürlich wiederum eine Frage, auch was Personenbezug angeht. Die Gesundheitsdaten wurden ja schon genannt, sind natürlich sehr, sehr heikel. Da könnte man aber mit Datensynthetisierung arbeiten und solche Dinge. Also das sind Sachen, die müssten passieren, damit aus diesen European Data Spaces etwas wird, was dem digitalen Gemeinwohl insgesamt dient. Zum Stichwort Gesundheitsdaten, Frau Graventin. Ja, genau. Also Sie zu der Fragestellung, ob das jetzt eine unrealistische Vision oder ein realistisches Ziel ist, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was man betrachtet. Also regulatorisch sind wir natürlich da schon relativ weit. Das haben wir auch an der Datenschutzgrundverordnung gesehen, dass man doch innerhalb relativ kurzer Zeit da eine starke Vereinheitlichung hat herstellen können. Und die EU ist da ja inzwischen auch recht ambitioniert unterwegs. Da wird dann vielleicht fast eher die Sorge der Überregulierung anklingen, ja. Und insofern auf der regulatorischen Ebene ist das sicherlich kein unrealistisches Ziel, ja, und auch kein nicht mehr im Visionsstadium, würde ich sagen. Anders sieht es dann, wenn man sich an die Technologien schaut oder die Organisations- und Geschäftsmodelle. Und also für meinen Bereich der Gesundheitsdaten kann man da sagen, da ist natürlich auch in Europa die Landschaft sehr heterogen. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche nationale Gesundheitssysteme. Und da ist man auf diesen Ebenen natürlich noch in sozusagen ganz anders unterwegs. Also da ist die Vereinheitlichung und vor allen Dingen auch die Standardisierung wesentlich weniger weit fortgeschritten. Und das ist auch ein großes Problem, weil die Medizin sich ja doch sehr stark, also in der Medizin findet ja eine richtige Revolution auch statt in Richtung einer datengetriebenen Medizin. Und das heißt, wir sind in diesem Bereich eigentlich in gewisser Weise auch zum Erfolg verdammt. Also wir müssen in irgendeiner Weise diese Standardisierung herstellen. Und wenn wir uns da aber in Europa umschauen, dann gibt es da durchaus ermutigende Ansätze. Ja? Also beispielsweise gibt es in Finnland bereits eine öffentliche Institution, die auf Basis von elektronischen Patientenakten die Sekundärnutzung der Daten ermöglicht, und zwar sowohl für die akademische Forschung, wissenschaftliche Forschung, als auch für die forschende Industrie. Die machen da gar keinen Unterschied. Und das ist was wir in Deutschland hier aktuell noch wirklich als eine Vision bezeichnen würden, uns fragen würden, ob wir das hier schaffen. In Finnland ist es aber bereits Realität. Ja. Und daran müssen wir uns auch zum Beispiel bei der Ausgestaltung des europäischen Gesundheitsdatenraumes, daran müssen wir uns orientieren. Ja. Und als sozusagen Unternehmen der industriellen Gesundheitswirtschaft, das eben auch sehr stark forschend unterwegs ist, sind wir natürlich auch, sehen wir, dass wir auch in der täglichen Praxis, mit der ich zu tun habe, dass es doch auch in regulatorischer Hinsicht noch sehr viele Barrieren gibt, auch innerhalb von Deutschland. Also ich will jetzt im Datenschutz beispielsweise nur die Landesdatenschutzgesetze erwähnen, die wirklich nicht mehr verständliche Hürden im Bereich der Forschung und Auftragsverarbeitung für Gesundheitsdaten teilweise aufbauen. Und das ist jetzt nur als ein Beispiel. Also wir sehen uns da, also wir verwenden ja Daten oder wir benötigen Daten ja zur Verbesserung unserer Technologien. Ja, also wenn wir zum Beispiel medizinische Anwendungen im Bereich der klinischen Entscheidungsunterstützung machen, ja, also dass man Ärzten beispielsweise hilft, Röntgenbilder auszuwerten, das ist jetzt nah an unserem Geschäftsbereich dran. Dann hat das ja, also dann dienen die Daten der Verbesserung von Technologien schlussendlich auch im Sinne der Ärzte und Patienten. Und für solche Lösungen brauchen wir gut strukturierte, standardisierte und qualitativ sehr, sehr hochwertige Daten. Das sind dann nicht nur irgendwelche Daten, sondern da fließen richtig Investitionen rein. Ja. Und bei der Beschaffung solcher Daten, da sehen wir uns doch teilweise noch mit Hindernissen konfrontiert, die wir bei allen Bemühungen zur Vereinheitlichung, also die wir gerne abschaffen würden. Ja.
Sehr spannend. Ich habe das Gefühl, Sie geben sich sozusagen direkt den Staffelstab in die Hand. Stichwort Geschäftsmodell ist ja jetzt auch schon direkt gefallen. Herr Breit, vielleicht einmal kurz Ihr Statement zu der Frage. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung heute und guten Tag Ihnen allen. Ich würde gerne auf zwei Punkte nochmal genauer abzielen. Das eine ist die Frage, ist es eine Fantasie oder nicht? Ich glaube, dass wir gemeinsame europäische Datenräume haben und das auch quasi auf der Basis von souveränen Infrastrukturen hinkriegen, ist eine absolute Notwendigkeit. Die Begründung dafür ist, jenseits von, also wir können viel über Daten und über Datenschutz und über andere Dinge reden, aber ich glaube, die Begründung, die bislang in der Debatte nicht heute, aber draußen auch ein bisschen untergesehen wird, ist, wir sind nicht in der Lage, in Europa ein physisches Ökosystem aufzubauen, bei dem auf sehr engem Raum, anders als das in den USA zum Beispiel der Fall ist, wo es jetzt mittlerweile sogar drei gibt, oder auch in China, auf sehr engem Raum sehr kluge Köpfe mit sehr vielen guten Ideen, sehr viel Kapitalzugängen, sehr viel Company Building und dann auch noch dieses sich selbst eskalierende System aufzubauen, das haben wir in Europa nicht. Wenn wir das in Deutschland machen wollen, dann wollen wir das in Berlin machen, dann melden sich die Bayern und sagen, das muss nach München und dann melden sich vielleicht auch die Hamburger noch, dann hat man mit den Franzosen noch nicht gesprochen, die wollen, dass das physische Ökosystem für Europas digitale Zukunft in Paris ist und das kann ich dann 27 Mal durchdeklinieren und das werden wir physisch nicht hinkriegen. Deswegen brauchen wir einen gemeinsamen Kulminationspunkt, der diese digitalen Datenräume, wo diese Innovationen passieren können, die Hürden der Kooperation sehr niedrig sind, auf sehr vertrauensvoller Basis und unter der Wahrung der europäischen Datenschutzvorgaben. Das ist im Prinzip eigentlich dieser sage ich mal, volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Ziel, das betriebswirtschaftliche Ziel von Gaia-X. Und deswegen würde ich glauben, dass diese Data-Space und Gaia-X die Voraussetzung dafür sind, dass wir diese Wertschöpfung in Europa haben und damit Wohlstand in den Gesellschaften und den Wohlstand von uns allen. Der zweite Punkt, den ich gerne betonen würde, ist, in jedem von uns schlagen zwei Herzen. Das eine ist das Herz des Bürgers und das andere ist das Herz des Konsumenten. Der Bürger möchte Privatsphäre in seinen privaten Kontakten haben, nutzt aber Facebook. Der Bürger hätte gerne selbstbestimmte Entscheidungen, welches Produkt er kaufen will und möchte sich dabei nicht manipulieren lassen, googelt die Dinge aber. Der Bürger hätte gerne, dass bei seinen Gesundheitsdaten möglichst vertrauliche Beziehungen gewahrt sind und möchte sehr genau entscheiden, wem er das sagt. Und nicht mal mit meinem Nachbarn würde ich über meinen Blutdruck reden in bestimmten Fällen. Ich geschweige damit meiner Krankenkasse, aber ich kaufe mir eine Apple iWatch. Und wenn wir diese beiden Seelen des Bürgers und des Konsumenten nicht zusammenkriegen und das auch noch auf der Basis von europäischen Produkten, europäischen Regulatoriken, dann kriegen wir am Ende auch in der Wertschöpfung keinen Fuß in die Tür. Und ich glaube, dass wir an der einen oder anderen Stelle hier, wenn es jetzt gerade um die laufenden Gesetzgebungsprozesse, aber auch um die abgeschlossenen Gesetzgebungsprozesse von Datenschutzgrundverordnung bis jetzt zum KI-Akt und dem kommenden Data Act, dass wir da in einer Schieflage in der Debatte sind, weil die einen sagen immer, dazu gehören ja auch wir müssen die Innovation betonen und die anderen sagen, nein, wir müssen die Bürgerrechte, Verbraucherschutz und den Datenschutz betonen und dann wird sich quasi gekappelt, wie man da irgendwie in der Mitte zusammenkommt. Der Punkt ist, man muss die beiden Dinge zusammendenken und verstehen, dass in jedem von uns diese zwei Herzen schlagen und deswegen auch mit dieser Realität so umgehen, wie sie sich befindet. Jetzt möchte ich noch eine Anekdote erwähnen, die habe ich eben im Vorgespräch schon erwähnt. Wenn man in Europa Gesetzgebung macht, und da sind wir sehr, sehr gut in Regulatorik, und man redet mit den Amerikanerinnen und Amerikanern, die sich in diesem Feld tummeln, sowohl von der Company-Seite als auch von der regulatorischen Seite, egal ob das jetzt Kalifornien ist oder mit der Bundesregierung in den USA, dann ist relativ klar, die sagen, ja, wir sind total gespannt, was bei diesem AI-Act in Europa rauskommt. Das werden dann mehrere hundert Seiten Regulierung sein und wir gucken uns das genau an und dann nehmen wir uns das raus, was für uns passt. Das schwingt aber schon mit, dass man sich genau anguckt, was ist eigentlich überreguliert und was ist eigentlich falsch reguliert und was ist eigentlich, geht eigentlich quasi über die Ziele, die man sich politisch so setzt, vielleicht hinaus, beziehungsweise konfligiert mit den Zielen, die sich die Amerikanerinnen und Amerikaner bei der ganzen Sache setzen. Und cherrypickt sich dann, also nimmt sich das Beste raus und macht eine schlankere Regulierung in den USA. Ich erwähne das nur deswegen, um nochmal zu verdeutlichen, dass wir bei all diesen Gesetzgebungsprozessen, bei all diesen politischen Prozessen auch in einem internationalen Wettbewerb stehen. Und da schlage ich die Brücke und dann bin ich auch fertig mit meinem Eingangsstatement. Es hilft uns sehr wenig, wenn wir in Europa sehr gute, sehr strenge Regeln haben, aber die Produkte kommen immer aus den anderen Ländern, weil dort die Innovation passiert und der europäische Kunde, der andere Teil unseres Herzens, sich dann für das amerikanische Produkt entscheidet. Erstens, weil es convenient, bequem und gut ist. Und zweitens, weil es kein europäisches Konkurrenzprodukt gibt. Vielen Dank. An dieser Stelle würde ich alle PanelistInnen einmal einladen, direkt aufeinander einzugehen und
könnt loslegen mit der Diskussion. Darf ich vielleicht starten und Herrn Breit entgegnen, dass Innovation nicht das Problem ist in Europa. Wir haben, wenn Sie sich das Betriebssystem Android angucken, basiert das großteils auf Linux, das kommt aus Europa. Wenn Sie sich Projekte wie zum Beispiel auch unser Hausprojekt Wikidata angucken, was gerne auch so als Gamechanger des maschinenlesbaren Wissens gehandelt wird, das kommt aus Europa. Das Problem ist nicht, dass andere innovativer wären, sondern das Problem ist, dass wir in Europa zu wenig aus uns selber machen. Und ich fürchte, wenn wir jetzt versuchen, ein amerikanisches Modell des Laissez-faire oder des, weiß ich nicht, da sind die dann immer flexibler und freier, wenn wir das versuchen zu kopieren, werden wir nicht unsere Stärke nutzen, sondern wir versuchen dann etwas nachzuahmen, was nicht europäisch ist. Also das würde ich einfach nochmal ein Fragezeichen dahinter setzen. Was ich mir wünschen würde, wäre zum Beispiel, dass man sowas wie die europäische Datenbankenrichtlinie endlich zurückzieht. In den 90er Jahren hat man sich gedacht, toll, wenn wir ein Schutzrecht an Daten erzeugen, dann wird das Geschäftsmodelle in Europa geben. Komischerweise sind die ganzen datengetriebenen Geschäftsmodelle dann erst recht in den USA entstanden. Das sind Dinge, die wir sollten einfach nicht Fehler machen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, sondern vielleicht nach vorne schauen und uns eben auch auf die europäischen Werte besinnen. Denn dieses Konsumentenherz, von dem Sie gesprochen haben, das möchte ja trotzdem nicht in seinen Apple-Produkten ausgespäht werden. Das möchte trotzdem nicht, dass die Apple Watch hinterher an die Firma Apple eine Schätzung abgibt, ob die Person wohl depressiv geworden ist oder solche Dinge. Das wollen die europäischen Bürgerinnen und Bürger nicht. Und da hat die Politik, glaube ich, die Pflicht, dafür zu sorgen, dass mit Daten eben nicht so verfahren werden kann, wie das die amerikanischen Produkte dann auch tun. Und da liegt, glaube ich, der eigentliche Hase im Pfeffer. Vielleicht hat Herr Lagodinsky da auch einen ganz speziellen Blick noch drauf. Wenn ich darf, vielleicht, auch wenn jetzt drei Männer hintereinander gesprochen haben, oder will Frau Kollegin Carpentin? Sorry, ich war gerade noch auf Mute, so der Klassiker. Ja, dann fangen Sie an, ich bin dann danach. Wenn ich ganz kurz einhaken dürfte, aus Sicht der Industrie ist da natürlich, also wenn es jetzt um Innovation geht und dann um deren Umsetzung sozusagen in Produkte, also und das Ausbringen von Produkten in die Fläche, das ist natürlich genau die Angelegenheit der Industrie. Ja, also das ist das, was wir können. Also wenn wir jetzt wieder in den Gesundheitsbereich zum Beispiel gehen, die akademische Forschung, die wissenschaftliche Forschung, mal legt sozusagen die Grundlagen, das Umsetzen in Produkte und das wirklich auch das Bringen von Produkten in die Fläche und von Innovationen, das ist sozusagen die Aufgabe der Industrie. Und da würde ich sozusagen jetzt, also bei aller Sympathie von Open Data zu der Open Data Ansätzen und so weiter und so fort, wäre da aber auch dann eher meine Vermutung, dass da der Rahmen in Europa vielleicht nicht ganz so, ja, nicht innovationsfreundlich, aber vielleicht auch nicht ganz so umsetzungsfreundlich ist, ja, wie zum Beispiel in den USA. Wenn ich daran anschließen darf, ich glaube, wir sind tatsächlich in einer regulatorischen Dilemma, weil ich verstehe es ja sozusagen die Logik der Wirtschaft, die sagt, diese Apple Watch gibt es ja nur deswegen, weil wir abschöpfen können, sozusagen auch Daten abschöpfen können. Und das ist sozusagen der Treiber dieser konsumentenorientierten Innovation, um den Begriff von Herrn Breit jetzt zu benutzen, dass sozusagen die auf uns als Konsumenten erstmal zielt und uns dadurch auch benutzt. Meine Hoffnung und die Hoffnung der Europaabgeordneten von allen Parteien ist, dass wir eben eine andere, dass wir Rahmenbedingungen stellen können für eine andere Art der Wertschöpfung an dieser Schnittstelle zwischen Daten und Wirtschaft. Und ich verstehe, dass das vielleicht auch schwer vermittelbar ist an Siemens oder andere, die jetzt einfach unter diesen Begebenheiten einfach arbeiten müssen. Ja? Und für sie ist das die Realität. Die Frage ist, können wir gemeinsam
Und ich finde schon, dass wir das gemeinsam mit Unternehmen, übrigens nicht nur großen, sondern auch kleinen und mittelständischen und den vielen Startups, die ich in Berlin auch hier zu sprechen kriege, die übrigens auch sagen, also Überregulierung ist nicht unser Problem. Deren Problem ist, gutes Fachpersonal noch zu kriegen, ja, und bezahlen zu können. Deren Problem ist, auch diesen Sprung zu schaffen, von irgendwie kleinen Venture Capital zu großen Venture Capital. Ja, also da, wo da kommen die Amerikaner und schnappen uns unsere innovativen Projekte weg. Also das sind die Schrauben, an denen wir ansetzen müssten und eben einer Standardisierung hinzu, damit wir ein ausreichendes Marktgewicht hinbekommen. Ich glaube nicht, dass wir überregulieren. Also das kann ich mir bei Data Governance Act, was ich jetzt mit sozusagen rausverhandelt habe im Parlament, ich sehe da jetzt keine Überregulierung. Das ist eigentlich ein schlankes Instrument, was aber die Punkte mit eben sicherer sozusagen einen Schutz vor De-Anonymisierung, ja, also eine klare Trennung zwischen Personen und bezogenen und nicht personenbezogenen Daten. Das ist das, was auch, glaube ich, gefragt wird, zumindest von denjenigen Stakeholdern, mit denen ich spreche. Sie wollen Klarheit. Und sie wollen Klarheit, dass wenn wir DSGVO haben, und DSGVO werden wir eben nicht abschaffen, dass das zumindest strukturell konsequent bleibt. Und es bleibt konsequent, wenn wir zum Beispiel bei Data Governance Act gesagt haben, wir machen es noch klarer, als es vorher drin stand. Selbstverständlich bleibt DSGVO unser Leitplanke und wir passen diese Regulierung an DSGVO-Systematik an. Dass wir bei der DSGVO eine Vereinheitlichung oder eine bessere Abstimmung zwischen Bundes- und Länderebene haben sollen in Deutschland, dass wir da vielleicht auch eine Konkretisierung bestimmter Begriffe haben sollen, granted, ja. Aber ich glaube, das wäre der falsche Weg, wenn wir unseren Standort schlecht reden. Mhm. Auch als Europa-Standortsträgerin und so tun, als würden wir sozusagen Nachteile nur durch Regulierung haben. Wenn ich mit Amerikanern jetzt, mit der amerikanischen Administration jetzt rede, sagen sie zumindest, dass sie sehr wohl gerne hätten viele Instrumente von denen, die wir haben. Und vielleicht, ich sehe das eher als positives Zeichen, Herr Breit, wenn Sie sagen, Sie wollen gucken, was bei uns funktioniert. Okay, dann sind wir halt ein Innovationslabor in diesem Bereich. Ja, ich würde es halt eher stark und stolz tragen, diese Auszeichnung, weil wir halt vorgehen, wir machen halt was. Ja? Während die erstmal zugucken und gucken, was läuft und was nicht läuft. Also was ich glaube, und da bin ich bei Ihnen, Herr Breit, ist genau das, was ich meinte. Wir können nicht nur Standards setzen, weil wir können sozusagen Standards für andere setzen in den Bereichen, wo wir als Markt, also bei DSGVO waren wir ja sozusagen Konsumentenmarkt. Deswegen konnten wir DSGVO als Weltstandard setzen, durchsetzen. Bei KI und bei Daten müssen wir Produzent sein und Hersteller und Akteur sein, damit wir Standards setzen. Und in dem Sinne glaube ich, dass das einander auch nicht widerspricht. Wir müssen halt starke Standards, klare, nicht sich widersprechende Regularien haben, ja, und zugleich Unterstützung für vielfältige Digitalwirtschaft. Also nochmal, nicht nur die Großen, sondern auch ganz klar und ganz stark die Kleineren. Sorry, dass ich das jetzt betone, Frau Grabentin, aber selbstverständlich, ja. Sie benutzen ja auch die Innovation, die die Kleinen sich dann anschieben. Also die müssen... Also, nur kurz, um da einzuhaken, der Datenschutz zum Beispiel ist für uns eine Grundbedingung unseres Geschäftes. Ja? Also wir brauchen einen starken Datenschutz.
Ansonsten kommen wir auch mit den Produkten, die wir machen, überhaupt nicht durch die Tür. Und dass wir da Vereinheitlichung bei der DSGVO haben und auch einen im Vergleich zum früheren BDSG etwas flexibleren Regulierungsrahmen, auch Handlungsrahmen in diesem Zusammenhang, das begrüßen wir. Ja? Also der Datenschutz ist für uns, würde ich wirklich sagen, das ist eine Grundbedingung des Geschäftes. Also ohne das Vertrauen, das ein starkes Regulierungssystem im Bereich des Datenschutzes bewirkt, brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ja? Also insofern und auch beim Data Governance Act, ich habe mir das auch angesehen und da wird ja auch in der Tat erstmal, da werden Regulierungsvorschläge gemacht, beziehungsweise Gestaltungsvorschläge gemacht. Da sehe ich auch so, da wird nicht sehr stark eingegriffen und es ist in jedem Falle auch zu begrüßen, dass wir haben Daten bislang immer nur im sozusagen individuell im Rahmen des Datenschutzes diskutiert und es ist von daher sehr zu begrüßen, dass diese Eigenschaft von Daten als Ressource, dass die jetzt angegangen wird, dass das anerkannt wird, dass das angesprochen wird und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Ausgangspunkt. Und man muss jetzt ja im Datenschutz sehen, das ging los in den 70er Jahren, das hat fast 50 Jahre gebraucht, bis sich da wirklich ein international stabiler Rahmen ausgebildet hat. Also in den letzten 20 Jahren vor der DSGVO hatte ja der Datenschutz auch in Deutschland so ein bisschen ein Nischendasein geführt und wurde nicht stark durchgesetzt. Das heißt also, solche Regulierungen brauchen auch Zeit. Und grundsätzlich ist natürlich diese Anerkennung von Daten als Ressource, die sich jetzt auch im Wirtschaftsleben herausstellt und die Wirtschaft läuft uns da ja auch davon, ja, oder läuft den Regulierern da auch in gewisser Weise davon, ja. Das ist in jedem Fall aus unserer Sicht zu begrüßen, ja. Also ich will da jetzt nicht falsch verstanden werden, dass ich da gegen Regulierung bin oder das im Gegenteil, das ist eine ganz wichtige Rahmenbedingung und ich sehe uns da wirklich jetzt auch in der Situation, in der der Datenschutz in den 70er Jahren war, als Antwort auf die EDV, wie man das damals genannt hat. Ja, wir haben jetzt eine Antwort auf die Evolution der Softwareentwicklung in Richtung KI und da müssen wir einen neuen Regulierungsrahmen finden und der wird in 30 Jahren sicherlich komplett anders aussehen oder vielleicht sogar nicht komplett, aber vielleicht, also wird weiterentwickelt sein, aber wir müssen ja irgendwann anfangen. Ja. Wenn ich anschließen darf, ich glaube in der Tat, wir sind da alle relativ nah beieinander. Wir gucken da von verschiedenen Winkeln drauf, aber am Ende geht es uns ja darum, also wir alle haben, glaube ich, die Datenschutzgrundverordnung in ihren Zielen lieb und wir alle haben den Datenschutz lieb. Und ich meine, wir haben ja auch, zieh mal kurz den Ministeriumshut auf. Wir haben ja auch Gaia-X deswegen gestartet, weil wir das auch durchsetzen wollten und weil wir überlegt haben, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir das durchsetzen können, diese Möglichkeiten. Und zwar so, dass die Unternehmen damit auch was anfangen können und dass wir gleichzeitig auch noch die Unternehmen, die sich bis jetzt quasi im Konflikt damit befinden, und Schrems II hat es ja ziemlich klar gezeigt, dass es da einen Konflikt gibt, wie wir die auch noch dazu bringen, quasi sich diesen Standards unterzuordnen. Und auch wenn an der einen oder anderen Stelle quasi jetzt, wo wir das abgegeben haben, das Projekt in die Federführung der Unternehmen, jetzt, sagen wir mal, die sich nochmal zusammenfinden müssen und auch quasi Zielkonflikte austragen müssen, bin ich trotzdem sehr, sehr zuversichtlich von den Dingen, die ich weiß und die wir ja noch eng verfolgen. Aber ich glaube, dass in der Tat die Kernfrage ist, wie setzen wir diese Standards eigentlich weltweit durch? Und da ist Frau Gabentin, hinter Ihnen ist auch nochmal das schöne Siemens-Logo. Siemens ist ja quasi darauf gebaut, ein großer Teil des Erfolgs von Siemens ist ja darauf gebaut, dass Siemens quasi eigentlich durch seine Produkte weltweit Standards gesetzt hat und mitbestimmt hat. Jetzt haben wir eine Situation, in der sich in den letzten 10, 15 Jahren, und das skaliert jetzt gerade enorm nach oben, die Standardsetzung verlagert hat aus der Industrie heraus, wo sich auch einzelne Firmen zurückgezogen haben, wo sich auch Staaten zurückgezogen haben. Und jetzt kommen die Standards halt woanders her. Das will ich jetzt gar nicht an einzelnen Unternehmen festmachen oder an Kontinenten. Ich will nur zwei Trends sagen. Das eine ist was wir bei den Endgeräten sehen, ist der akzeptierte Apple-Standard mittlerweile ein geflügeltes Wort. Was Apple macht, ist immer, kaufen eine Menge Leute, einfach deswegen, weil es die Firma ist, die sie mögen. Und damit ist es ein akzeptierter Standard, auch was Schnittstellen angeht. Und auch was, sagen wir mal, die Buchsen angeht, bei der die Europäische Union ja jetzt in dieser Tage einen notwendigen Schritt nach vorn gemacht hat. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Regierungen, insbesondere im östlichen Raum, sehr stark in die Standardisierungsgremien gehen und da auch dann die Pace machen, um künftige Standards maßgeblich national mit beeinflussen zu können. Was ich glaube, und das ist nochmal die Bottomline von dem, was ich gesagt habe, ist, wir müssen einfach über die Produkte unsere Standards exportieren. Wir können nur dann zwei Dinge, also beide Ziele erreichen, nämlich, dass wir die Wertschöpfung und den Wohlstand der Einzelnen, der Bürgerinnen und Bürger auch in Europa sichern, wenn wir die Wertschöpfung haben
Und auf der anderen Seite schaffen wir es dann auch quasi, unser europäisches Verständnis von dem, was geht und was nicht geht. Und das wird gerade bei KI enorm wichtig werden. Und glauben Sie mir bitte alle, wir sind da auch sehr entschieden. Es gibt einfach Technologien und Anwendungen von KI, wie zum Beispiel Social Scoring und Facial Recognition, die haben nichts in Europa in der Hand des Staates zu suchen. Und man muss sich sehr genau angucken, wie man das quasi, wie man das in dem Bereich der privaten Wirtschaft operationalisieren kann. Aber wenn ich das so durchsetzen will, dann ist das am besten, auch wenn ich ein Produkt habe, das gut ist, das bequem ist und auf diesen Standards beruht. Und das wollen wir eigentlich befördern. Deswegen niedrige Einstiegshürden, gerade von KMU, Testlabore, Fristen, wo man im Prinzip auch mal experimentieren kann. Diese Dinge helfen uns ungemein. Und die sind beim Data Governance Act auch mittlerweile angelegt. Ja, ich würde ganz gerne nochmal auf das, also sozusagen das Thema mit den Daten zurückkommen. Ja, also ich gebe Ihnen recht, natürlich, wir müssen Produkte herstellen und damit die Standards exportieren. Also aus meiner persönlichen Praxis jetzt im Gesundheitsbereich, wo es auch um Gesundheitsdaten geht, sind wir erstmal mit ganz anderen Daten, mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Also ich hatte ja erwähnt, wir brauchen da sehr hochqualitative Daten, strukturierte Daten, standardisierte Daten, und wenn Sie die Realität in unseren Krankenhäusern zum Beispiel anschauen, dann sieht die ganz anders aus. Ja, da haben Sie also die Patientendaten sind da häufig in veralteten Systemen, auch stark archivorientiert. Diese Systeme kommunizieren nicht miteinander, die Daten sind nicht strukturiert. Also ich meine, das ist ja bekannt. Das wird auch nicht nur in Krankenhäusern so sein. Das heißt also, wenn ich mir das Substrat anschaue, ja, also da ich würde da auch nicht unbedingt von Datenschätzen reden. Also es gibt eben riesige Rohdatenbestände, aber da muss man ja erstmal auch enorm investieren, um die überhaupt nutzungsfähig zu machen, auch gerade bei der Entwicklung von KI und der Medizinbereich musste ja nun auch wirklich qualitativ hochwertig sein und validiert und qualitätsgesichert. Ansonsten kommt man ja da überhaupt nicht weiter. Ja. Das heißt also, bei den Standards fangen wir also aus meiner Perspektive in vielen Bereichen doch noch sehr weit unten an. Und also da sind einfach auch in der Fläche wirklich noch große Investitionen erforderlich, um überhaupt dort erstmal zu einer tragbaren, standardisierten Lösung zu kommen, ja, und zur Situation zu kommen, auch überhaupt mal von den Daten her, ja. Also mir geht das mit sozusagen, ja, wir können unsere Standards auch, wir reden jetzt natürlich auch von verschiedenen Ebenen, aber wir sind da, also zumindest in dem Bereich, in dem ich tätig bin, in vielen Punkten in der Praxis auch noch nicht dort, wo wir sein wollen, aus verschiedenen Gründen, muss man jetzt nicht im Einzelnen hier diskutieren, aber da sind wir gerade im Bereich der KI doch auf dem Level unterwegs, um das jetzt auch mal wieder hier auf dieses Thema Datenteilen zurückzuführen. Das ist ja schon eine Grundvoraussetzung überhaupt, um Daten teilen zu können, dass man solche Daten erstmal hat. Ja. Ich habe daran anschließend direkt eine Frage, die hier auch im Chat gepostet wurde. Der Anreiz bei einem European Data Space mitzumachen aus der Perspektive eines Unternehmens, KMU, ist ja irgendwie klar, man hat Zugang zu Daten, aber wie kann man das koordinieren, sodass der Anreiz geschaffen wird, dass man auch selbst gerne seine Daten teilen möchte und weiß, okay, wenn ich jetzt meine Daten in diesen Datenraum gebe, ich bekomme da definitiv auch was zurück. Das ist doch eine schöne Frage für Herrn Weizmann, oder? Na, ich weiß nicht, ist gemeint ich als Person oder ist gemeint ich als Unternehmen? Nein, weil also die Überlegung wäre ja, das war so ein Gedanke. Die Frage ist natürlich, also wenn man jetzt als Unternehmen, kann man natürlich nicht so leicht Daten teilen. Da sind halt alle möglichen rechtlichen Beschränkungen, da sind auch kartellrechtliche Beschränkungen. Aber also es gibt ja, man könnte sich ja auch zum Beispiel überlegen, so Open Data Ansätze oder sowas, dass man also bestimmte Lizenzen hat, wo man dann Daten in einen Pool gibt und dann aber, wenn die dann rausgenommen werden und bearbeitet werden, wieder zurückgibt oder sowas. In die Richtung war das eigentlich, ja, dass man da auch vielleicht an innovative Lizenzmodelle oder sowas denkt. Ja, also ja, da ist natürlich aus unserer Sicht immer darauf zu achten, dass man sich möglichst keine neuen Lizenzmodelle ausdenkt, die dann wieder mit den bestehenden nicht kompatibel sind. Also wir haben dieses berühmte Thema der Lizenzproliferation, was viele Probleme erzeugt. Aber grundsätzlich würde ich dem zustimmen. Wie ich eingangs auch gesagt hatte, wenn man Daten in den Datenräumen beforschen kann, ist das schon eine gute Sache. Wenn man das auch nach draußen geben kann über eine Synthetisierung oder so, dass auf jeden Fall keine personenbezogenen Informationen mehr da drin sind, das wäre auch toll. Dann hätte halt die Gesellschaft mehr davon, als dass man nur innerhalb des
ja, der Gruppe, die zu dem jeweiligen Datenraum gehört, eine Wertschöpfung erzeugt. Und ganz wichtig ist eben an der Stelle, das kam auch schon von Frau Grafentin, glaube ich, das Vertrauen ist halt Schlüssel bei dem Ganzen. Wenn ich nicht darauf vertraue, dass ich was davon habe, wenn ich an dem Datenraum teilnehme, dann werde ich da nicht dran teilnehmen. Und das ist auch, glaube ich, der Preis, zu Herrn Breit noch, der Preis für dieses Cherry-Picking, der bezahlt wird. Also wenn man sich, es mag ja sein, dass in den USA dann am Ende so, dass so ein Best-of unserer Regelungen ankommt. Aber ich glaube, das Cherry-Picking hat eben auch den Preis, dass man als Bürgerinnen und Bürger in den USA halt nicht dem nicht so geschützt ist, wie man in Europa ist. Und diesen Faktor sollte man immer mit einberechnen. Vor allen Dingen auch, wenn man versucht, mit den Produkten aus den USA zu konkurrieren, wird man immer das Problem haben, dass es natürlich einfacher ist, eine viel tiefere Datenanalyse anzubieten in einem Consumer-Produkt, wenn ich überhaupt kaum Regelungen habe, auf die ich achten muss oder wenn da überhaupt keine Schutzmechanismen eingezogen sind. Deswegen weiß ich nicht, ob das überhaupt funktionieren kann, zugleich die europäischen Standards hochzuhalten und aber auch mit den Produkten zu konkurrieren aus den USA. Das kann mal funktionieren, aber man wird immer so eine Art Uphill-Battle, also immer irgendwie bergauf wahrscheinlich kämpfen aus europäischer Sicht. Uphill-Battle vielleicht, aber das heißt ja nicht, dass man erstens diesen Uphill-Battle nicht wagen sollte. Und das Zweite ist, ich bin explizit nochmal davon distanzieren. Mir geht es nicht darum, das amerikanische Modell zu kopieren. Mir geht es mehr darum, dass man in unseren Gesetzgebungs- und Verwaltungs- und Behördenprozessen, es fängt ja in Europa an und endet dann beim Landesdatenschutzbeauftragten, sagen wir mal, in dem dieser Spalte mal durchdekliniert, dass wir einfach im Hinterkopf haben, dass wir da letzten Endes am Ende auch quasi in einem regulatorischen Wettbewerb stehen. Wenn ich das mitdenke, dann komme ich an der einen oder anderen Stelle zu anderen Ableitungen. Ich will aber ganz kurz mal ein Beispiel bringen, dass, um die Frage zu beantworten. Am Ende ist es immer eine Frage des Geschäftsmodells. Wenn Unternehmen kooperieren im Bereich von Daten, wenn sie ein Geschäftsmodell dahinter sehen. Und ich will ein Beispiel nehmen, um das quasi auch nochmal zu verbinden mit der Frage des öffentlichen Wohls oder des Gemeinwohls. Wenn ich Siemens ist eine tolle Firma. Also Siemens Energy nehme, die im Prinzip ja auch im Bereich Windräder sehr, sehr aktiv sind, verbindet diese Daten gemeinsam mit dem elektronischen Katasteramt und verbindet diese Daten wiederum mit europäischen meteorologischen Daten, die Windströme und Sonneneinstrahlungen messen, verbindet das wiederum mit Predictive Maintenance Unternehmen, die Windräder warten, wieder mit dem Hersteller und den Zulieferern und mache daraus einen großen Datenraum und schaffe es dadurch, zusammen mit den Katasterämtern und den meteorologischen Daten, statt 500 Windräder zu bauen, an verschiedenen Stellen, wo es sich vom Wind und Solaranlagen dann von der Sonne her nicht so richtig lohnt, erst auf der anderen Seite aber dahin zu bauen, wo es sich lohnt, die dann auch noch länger laufen zu lassen, effizienter und effektiver laufen zu lassen, dann habe ich einen gesellschaftlichen Mehrwert geschaffen durch das Teilen von Daten, wo verschiedene in einem gemeinsamen Datenraum zusammenarbeiten. Jeder macht seinen Schnitt. Und jetzt, um Herrn Weizmann noch vielleicht glücklich zu machen an der Stelle, wenn ich dann noch 2, 3 Forschungspartner und Partner aus Zivilgesellschaft dazu nehme und lasse das quasi auch noch forschungsevaluieren und vielleicht noch dazu quasi zeige ich, mache ich die Daten teilen, Open Data, dann haben alle was davon. Aber was eigentlich diese Kooperation befördert hat, sind niedrige Hürden. Herr Weizmann, Sie haben auch schon mal gesagt, Vertrauen. Klare Regulatorik, die einfach ist, wenn es um das Regeln dieses Datenaustausches geht und auf der anderen Seite dann das gemeinsame Geschäftsmodell. Weil am Ende machen Unternehmen, die Großen drehen das große Rad und die müssen was davon haben. Die machen es nicht aus altruistischen Motiven. Auch diejenigen, die Greenwashing betreiben, machen das am Ende aus Greenwashing-Motiven und nicht aus altruistischen. Herr Weizmann, haben Sie dazu direkt eine Antwort? Nee, das ist richtig. Also das ist das idealtypische Bild, was Herr Breit jetzt gerade entworfen hat. Das ist natürlich tatsächlich dann der maximale Mehrwert auch für das Gemeinwohl. Wir sind von der Zivilgesellschaft her natürlich immer so ein bisschen, haben ein Problem mit dem Blick auf Daten, irgendwie, wenn dann Metaphern verwendet werden, wie das ist das neue Öl oder das ist das neue Gold oder das neue Plutonium, hat man auch mal gelesen. Da wünschen wir uns, dass man eben Daten auch als eher als das sieht, was sie sind, nämlich kein zu verbrennender fossiler Rohstoff, sondern in Kreisläufen befindliche Informationen über die Welt. Und die sehen wir eher als eine Art Grundwasser der digitalen Gesellschaft an. Und das
kann eine Ware sein, das ist aber auch ein Gemeingut. An der, also das ist ein Faktor, den wir immer gerne stark machen, aber das klang ja eben auch durchaus bei Herrn Breit so an. Wenn das ist, wohin die europäischen Datenräume gehen, dann ist das sicherlich eine gute Richtung. Das ist auch etwas, was wir auch, sorry, dass ich das nochmal sage, sozusagen durch eine kluge Regulierung in diese Richtung auch steuern können. Ja, also zum Beispiel sozusagen, dass wir nicht Daten als Eigentum von irgendjemanden a priori betrachten, sondern ja, man kann sozusagen Know-how, der Umgang mit Daten als Eigentum, ja, Algorithmen, darüber kann man noch reden, aber sozusagen die Daten selbst ist nicht etwas, was ein Unternehmen einfach so gepachtet hat, sondern die entstehen ja in dem Gemeinraum, Gemeinwohlraum. Und es wäre auch in der Verantwortung der Unternehmen, ich bin da nicht naiv, klar, das ist natürlich, man kommt ja nur so weit mit solchen Appellen, aber man kann ja auch Anreize durch Regulierung setzen, wo es eben eine gemeinwohlorientierte Verwertung bestimmter Daten auch angeregt wird. Ja, wir kriegen es nicht hin, also es gibt Kolleginnen und Kollegen, wir müssen sozusagen eine Gemeinwohlorientierung bei der Verwendung der Daten im Rahmen von Data Governance Act und so weiter und so weiter festschreiben. Das kannst, also das ist doch, das ist wirklich lebensfremd. Aber man muss trotzdem sozusagen entweder bei bestimmten Vorgängen oder bei bestimmten Daten eben diese Gemeinwohlorientierung auch mit als Pflichtprogramm mit festschreiben. Sonst zerstören wir auch das gemeinsame gesellschaftliche Vertrauen in diese Strukturen, wenn es nur als Raubdatenkapitalismus sozusagen ausgestaltet und ausgenutzt wird. Ja, es gibt ja in gewissem Umfang, gibt es ja bereits Regulierungsrahmen. Also ein wichtiger Punkt ist das Kartellrecht natürlich. Ja, also da haben Sie ja schon entsprechende Datenzugangsansprüche auch bei Unternehmen. Also wir kommen ja dann auch immer sehr schnell in diesen ganzen Bereich mit Marktmacht und relevante Märkte. Und wer hat Zugang zu was? Ja. Wie kann ich Investitionen richtig steuern? Wie stelle ich sicher, dass Wettbewerber nicht alles in, also Datenpooling hat immer auch einen kartellrechtlichen Aspekt. Wie stelle ich sicher, dass nicht alle Wettbewerber sich sozusagen aus demselben Pool bedienen und sich zurücklehnen, es bequem machen und die Preise steigen lassen? Ich sage es jetzt mal ein bisschen platt, ja. Also es gibt da ja durchaus auch einen Regulierungsrahmen bereits und die Frage ist dann eben im Einzelfall, wie man den auch klug ausgestaltet, ja, weil man will ja auf der anderen Seite auch, dass die Industrie ihre Stärken ausspielt, dass sie innovativ ist, ja, dass sie die Investitionen auch an der richtigen Stelle macht und das sind ja extrem komplexe Systeme und deswegen ist ja, so habe ich jedenfalls auch die Gesetzesentwürfe der oder den Gesetzesentwurf der EU da gelesen, die sind da ja im Grunde auch sehr, sehr vorsichtig, ja, also wie ich vorhin schon sagte, die fangen jetzt an und dann muss man sich halt Schritt für Schritt da weiterentwickeln, wie man die Strukturen, die man haben will, am Schluss nämlich die standardisierte Datenwelt, die auch zum Nutzen des Gemeinwohls eben möglichst viel Wertschöpfung und Nutzung aus den Daten zieht, wie man das dann im Ergebnis erreichen kann. Ja, aber da ist auch viel natürlich, würde ich mal vermuten, Trial and Error dabei. Und auf Englisch sagt man so schön, the proof is in the pudding, ja. Also man muss irgendwann mal anfangen und man muss dann auch gerade bei den Datenräumen, ja, dann mal sozusagen auch loslegen, also nicht immer davon reden, sondern wirklich auch mal konkret und klein anfangen, vielleicht auch nur mit kleinen Use Cases, weil der Teufel liegt dann immer im Detail. Ja, also wenn ich bei Daten rede, auch ohne ein Daten-Ownership-Recht, Sie haben schon verschiedene Schichten von Rechtsebenen, die auf den Daten liegen, also mit Datenschutz und IP und Betriebsgeheimnissen und so weiter und so fort. Man muss einfach mal dann auch konkret loslegen und sich angucken, wie so ein Datenraum und wenn es auch nur ein kleiner ist, wie man das dann eigentlich macht. Ja, weil nur dann kann man es auch lernen. Darf ich? Ich sehe meine Mitpanelistinnen und Panelisten nicht so richtig, deswegen hoffe ich, ich unterbreche es niemanden. Ich würde das gerne mal mit zwei Beispielen illustrieren, was Sie gesagt haben, Frau Kratentin. Das eine ist, wir haben den Datenraum Mobilität in der Bundesregierung, der von vielen Ministerien, von vielen Unternehmen derzeit getragen wird, der aber vor dem einfachen Problem steht, auch vor dem Hintergrund des Data Governance Actes, wer betreibt eigentlich diesen Datenraum und welches ökonomische Interesse darf der eigentlich daran haben, diesen Datenraum zu betreiben? Und das ist eine Frage, die ist nicht ganz trivial, weil am Ende, wenn viele Unternehmen zusammenkommen und sagen, okay, ich gehe schon über diese Hürde der Kooperation
Und da gibt es ein paar, die haben nicht mal unbedingt Interesse und das sind gar nicht mal die, an die man denkt, da komme ich gleich. Aber wenn die vielen Unternehmen zusammenkommen und sagen, wir tauschen Daten aus, wir machen das auf der Basis des Datenschutzes, wir machen das anonymisiert, pseudonymisiert, synthetisiert, wir machen es so, dass es wirklich alles passt. Und am Ende gibt es dann aber diese Unvereinbarkeit oder die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Das heißt, derjenige, der den Datenraum betreibt, der Datenintermediär ist, der muss losgelöst sein von denjenigen, die am Ende mit den Daten Geld verdienen. Das ist jetzt alles im Fluss, das weiß ich. Wir sind da auch in der Bundesregierung und den Ressorts noch im Ringen, beziehungsweise haben unsere Stellungnahme dazu eingespielt. Die Frage ist nur, wenn ich am Ende niemanden habe, der Interesse daran hat, solche Datenräume zu betreiben, weil er kein ökonomisches Interesse an den Daten an sich monetarisieren kann, dann stellt sich die Frage, wer macht das noch? Und das nur am Ende dann, wenn ich das sehr, sehr eng reguliere, werden es nur noch staatliche Datenintermediäre und Datentreuhänder geben. Und das ist nur jetzt, ich will das nur überzeichnen. Das heißt, diese Frage muss ich immer mit einbeziehen. Das Zweite ist, es gibt einfach bei den, zum Beispiel auch beim Datenraum Mobilität, gibt es ein paar Unternehmen, die haben nur Daten, sonst haben die gar nichts. Wenn die sagen, okay, im Prinzip, wenn ich jetzt da mitmache bei diesem Datenraum Mobilität, nehmen wir mal im Prinzip Berliner Startups, die diese Elektroroller an die E-Scooter an die Bürgersteige stellen. Ich habe nur Daten. Die E-Scooter gehören mir zwar, aber am Ende ist das Wertvolle, was ich habe, die Daten und die Verlaufsmuster derjenigen, die meine App benutzen, die meine Scooter benutzen, die Kundendaten, die ich jetzt schon habe und das Kundenreservoir, auf dem ich aufbauen kann, und das kann ich monetarisieren. Wenn ich deren Daten jetzt in einen Datenraum Mobilität reingeben muss, dann bleibt von mir nichts mehr übrig und die Großen freuen sich. Das heißt, was wir machen müssen, ist im Endeffekt quasi auch die Geschäftsmodelle der KMUs und der Startups in großen Datenräumen schützen, weil die haben häufig nicht viel mehr als genau das. Und wenn wir sie dazu bringen, egal wie, auch vielleicht durch Nudging oder durch harte Regulierung, auch da sich zu öffnen, dann führt das am Ende dazu, dass wir Innovation noch abwürgen können. Haben Sie jetzt echt sehr viele spannende Themen angeschnitten und ich bin irgendwie traurig darüber, dass wir nur noch einige Minuten haben in dieser Diskussion. Tatsächlich würde ich ganz gerne einmal kurz, Herr Breit, Herr Lagodinsky, wir haben eine Frage im Chat zu Gaia X, vielleicht können Sie die einmal kurz beantworten. Im Kontext, dass jetzt chinesische und Partner aus den USA mit an Bord sind. Wie interpretieren Sie oder definieren Sie den Begriff europäische Datensouveränität? Ich habe dazu eine Antwort, aber Herr Lagodinsky, wollen Sie beginnen? Ja, also ich kenne das aus dem jetzigen Diskurs auch von AWS, also von Amazon-Beteiligung. Über chinesische Unternehmen, da weiß ich ehrlich, also ich habe es jetzt nicht mitbekommen bei GaiaX, dass sie da eine so wichtige Rolle spielen bisher. Sagen wir so, also politisch sehe ich das mit Sorge, weil es natürlich schon die Frage ist, sozusagen, wo wir ja, also wenn wir tatsächlich von einer Souveränität reden, ich will das nicht übertreiben und überspitzen, aber wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht zu sehr in einseitige Abhängigkeiten kommen, zum Beispiel dadurch, dass wir eben 3/4 Dominanten auf dem amerikanischen Markt, Amazon, auch bei uns hier noch reinbringen. Es hat ja rationale Gründe, warum das passiert, und das wird Herr Breit wahrscheinlich jetzt gleich auch erklären, aber ich frage mich, und das wäre auch eine Frage an ihn, ob welche Wege gibt es, solche spannungsreichen Kooperationen zu vermeiden. Also da bin ich auch sozusagen offen und lernbereit, aber ich sehe schon das Spannungsverhältnis bei dieser Frage. Ja, das, vielen Dank. Das Spannungsverhältnis ist auch absolut da. Also wir müssen drei Sachen kurz abschichten. Das eine ist, GaiaX hat nicht nur quasi die Aufgabe, Datenräume zu organisieren, die dann quasi wachsen und bei denen natürlich auch dann freiwillig entschieden wird, wer ist eigentlich Teil dieses Datenraums oder einer Datenkooperation. Das heißt, nur weil ein Unternehmen bei GaiaX dabei ist, heißt es nicht, dass es in jeden Datenraum schauen darf, sondern im Gegenteil. Das heißt zunächst einfach mal nur, dass man Teil der Diskussion ist. Warum sind amerikanische Unternehmen und chinesische sind auch dabei?
dabei, weil Gaia-X eine zweite Komponente hat und die muss international nach dem Recht der WTO und auch nach europäischem Recht und auch nach anderen Rechtsrahmenbedingungen offen sein. Wir machen Standardisierung dort. Und die Standardisierung darf kein Unternehmen ausschließen. Wenn ich bei Standardisierung Unternehmen ausschließe, habe ich direkt ein WTO-Verfahren an der Hacke und das ist extrem schlecht, weil das kostet die Unternehmen, die dann die Standardisierung machen, Stichwort Kartellrecht und so weiter, einen riesen Batzen Geld und deswegen steht Gaia-X, der Standardisierungsteil, allen Unternehmen offen. Das heißt aber nicht, dass sie gleichzeitig auch eine überbordende Zugriffe auf die teleologischen Teil von Gaia-X haben, weil es da zwei Caveats gibt. Das eine ist, ich habe schon gesagt, die Datenkooperationen laufen auf freiwilliger Basis, die entscheiden alle selbst. Und das zweite ist, die Gremien, bei denen in Gaia-X am Ende die Entscheidungen maßgeblich getroffen werden, sind in europäischer Hand. Es gibt diese Regel, dass diejenigen, die im Board of Directors sitzen, deren Muttergesellschaft muss auf europäischem Boden sich befinden. Also quasi, da gibt es quasi die Europäerklausel. Das war nicht leicht durchzusetzen. Sie können sich alle vorstellen, dass das auch im Vergleich, auch das hat eine Menge Widerstand mit sich gebracht, nicht nur von verschiedenen Unternehmen, die nicht die amerikanisch oder chinesisch sind, sondern auch von Unternehmen, die eine lange, lange deutsche Tradition haben und sagen, wir werden hier ehrlich gesagt dann auch schlechter beurteilt und dann muss man auch da quasi den politischen Konflikt aushalten. Es ist uns nämlich wichtig, dass am Ende das Ganze auch wirklich dafür da ist, die europäische Souveränität, die europäische Wertschöpfung zu erhöhen, dass man dafür internationale Partner braucht und auch sie gut und anständig behandelt und auch freundlich empfängt, ist klar, denn ein Datum hält nicht an der Grenze an. Ein Unternehmen, ich will jetzt mal nicht Siemens nehmen, nehmen wir mal die Philips, um mal einen Konkurrenten zu nehmen, hat weltweite Datenströme, die gehen von China bis nach Kalifornien. Wenn ich dann sage, aber es muss alles entweder innerhalb der Europäischen Union passieren, dann lässt sich das von so einem Unternehmen nicht machen. Und umgekehrt, um Europa herum die Datenströme zu legen, das kann auch nicht in unserem Sinne sein. Letzter Satz dazu. Ich glaube, dieser Konflikt ist eigentlich ausgehalten. Er ist gut aufgelöst. Und man muss wissen, dass das, was bei Gaia-X an der technischen Stelle passiert, am Ende sowieso Open Source sein wird, und zwar 100% Open Source, sodass auch kein Unternehmen das dominieren kann. Und kein Unternehmen hat einen Vorteil, da reinzugucken, weil es wird sowieso zur gleichen Behandlung aller führen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Es ist jetzt schon 11.42 Uhr. Dieses Panel endet leider um 11.45 Uhr. Insofern möchte ich jetzt die letzten zwei Minuten, jetzt ist schon 11.43 Uhr, nutzen, um mich einmal zu bedanken bei Ihnen für die ganzen Einblicke und Anregungen heute. Vielen Dank an die Teilnehmenden und vielen Dank auch für das Engagement im Chat. Herr Breit, Frau Grapentin, Herr Weizmann, Herr Lagunzi, schön, dass Sie heute bei uns waren und Panelistin waren. Es geht jetzt hier im Raum direkt weiter mit dem Thema Open Data Institute Analysis in Light of the Data Governance. Bleiben Sie als teilnehmende Person gerne einfach hier in dem Raum, wenn Sie sich für das Thema interessieren. Parallel dazu beginnt gleich das Panel Regulation of Data Trusts. Zu diesem Thema haben wir jetzt hier in dem Panel auch schon einige Themen angeschnitten, also zum Beispiel das Thema Datentreuhänder oder Vertrauen im European Data Spaces. Dafür wechseln Sie am besten einfach direkt in Raum 1. Den Zoom-Link poste ich in den Chat. Dann können Sie darauf direkt klicken, wenn das ein für Sie spannendes Thema ist. Voilà. Und genau, dann bleibt mir gar nicht mehr so viel anderes übrig, außer zu sagen Dank und viel Freude weiterhin auf der Konferenz heute. Auf Wiedersehen.
Ja, da sind wir auch schon vollständig. Ich darf Sie gerne begrüßen zu unserem Panel Open Data Institute, eine Analyse im Lichte des Data Governance Actes. An meiner Seite sind Marie Jansen und Jana Krebs. Beide sind ausgewiesene Expertinnen im Bereich Open Government und Open Data. Marie Jansen hat mehrere Jahre Bundes- und Landesbehörden bei der Umsetzung von Open Data begleitet. Sie treibt die Umsetzung von Open Data als Teil des Vorstands im Arbeitskreis Open Data des Bitkom voran. Und bei Capgemini leitet sie das Berliner Public Sector Team und ist seit 2017 zuständig für die Themen Open Data, Open Government und Data-Driven Government. Als Mitglied einer Arbeitsgruppe, die sich aus Vertreterinnen der großen Open Data Stakeholder konstituiert, setzt sie sich für ein deutsches Open Data Institute nach internationalem Vorbild ein. Jana Krebs leitet bei Neuland 21 das Programm Open Government und unterstützt Verwaltung und Politik im ländlichen Raum dabei, neue Wege im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern zu gehen. Im Zentrum ihres Interesses liegt ebenfalls Open Data und bereits in ihrer früheren Tätigkeit für die Open Knowledge Foundation setzte sie Open Data Projekte um. Sie kennt besonders die Perspektive des ländlichen Raumes und forscht zu der Frage, wie wir dem Digital Divide in Deutschland begegnen können. Bevor wir in die gemeinsame Diskussion einsteigen und ich das Wort an Frau Jansen übergebe, will ich kurz in das Thema einleiten und skizzieren, warum der Data Governance Act neue Impulse für die Idee eines Open Data Instituts in Deutschland setzt. Bislang ist Deutschland bei der Umsetzung von Open Data leider recht erfolglos. In internationalen Rankings finden wir uns allenfalls im Mittelfeld wieder. Zugleich wächst aber die Erwartungshaltung an den Staat, Daten in möglichst großem Maße zu öffnen. Mittlerweile reden wir nicht mehr nur über Open Data, sondern auch über Shared Data. Vor weniger als einem Jahr stellte die Kommission schließlich den Entwurf für einen Data Governance Act vor. Das zweite Kapitel der Verordnung verfolgt das Ziel, in Europa die Verfügbarkeit von sensiblen Daten des öffentlichen Sektors zu steigern. Gemeint sind Daten, die einem besonderen Schutzregime zugunsten privater Dritter unterliegen, etwa personenbezogene Daten, und die sich daher außerhalb des Anwendungsbereichs der Public Sector Information Richtlinie bewegen. Eine uneingeschränkte Weitergabe solcher Daten als Open Data scheidet regelmäßig aus. So, nun, was regelt in diesem Zusammenhang der Data Governance Act? Er schafft einen Mechanismus für die Weiterverwendung solcher sensibler Daten. Dabei schafft er keinen Anspruch auf Datenzugang. Er schafft, anders als die PSI-Richtlinie, auch gar keinen Anspruch auf Weiterverwendung dieser Daten. Es bleibt Aufgabe des Mitgliedstaates, beide Aspekte zu regeln. Der Data Governance Act zwingt aber die Mitgliedstaaten dazu, Infrastruktur vorzuhalten und ist deswegen für unsere Diskussion für ein Open Data Institut besonders interessant. Zum einen müssen die Mitgliedstaaten eine oder mehrere Stellen benennen, die den öffentlichen Sektor unterstützen, wenn er sensible Daten bereitstellt, damit eine öffentliche Stelle, etwa personenbezogene Daten, zur Weiterverwendung bereitstellen darf, muss sie die Daten entweder anonymisieren oder sie in einer sicheren Verarbeitungsumgebung bereitstellen. Beides ist technisch äußerst anspruchsvoll für die öffentliche Stelle und die meisten Behörden können das vom Staat weg nicht ohne weiteres leisten. Die benannte Stelle soll sie dabei unterstützen und je nachdem, wie der Mitgliedstaat sie ausgestaltet, kann sie auch selbst den Zugang zu den Daten gewähren. Eine zweite institutionelle Neuerung ist die zentrale Informationsstelle. Die Angaben über die verfügbaren Datenressourcen sowie über die Bedingungen und Gebühren ihrer Nutzung bereithalten soll. Sie nimmt auch Anträge über die Weiterverwendung entgegen und leitet sie an die jeweiligen öffentlichen Stellen weiter. Mit Blick auf die beiden nun von dem Data Governance Act vorgeschlagenen Institutionen würde ich gerne nun Frau Jansen bitten, uns ihre Idee für ein deutsches Open Data Institute vorzustellen.
Ja, vielen Dank, Herr Wagner, für die Einleitung und auch die Rahmensetzung des heutigen Panels. Ich freue mich sehr, hier in der Diskussion dabei zu sein. Und wie gesagt, würde ich einmal so ein bisschen die Idee vorstellen und auch die Punkte, die natürlich nicht nur ich, sondern wie Sie auch schon gesagt haben, die Expertengruppe aus vielen Open Data Stakeholdern in Deutschland ja getrieben haben. Wir haben in der Expertengruppe, die allen voran von Christian Horn von GovData und von dem Carsten Große-Stahlmann von der Bertelsmann Stiftung und von mir getrieben wird, eben eine langjährige Open-Data-Erfahrung. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass auf den verschiedenen föderalen Ebenen eben der rote Faden für Open-Data fehlt. Also viel passiert oder hängt auch von einzelnen Persönlichkeiten ab, die Open-Data treiben, sowohl kommunal, Landesebene, aber auch auf der Bundesebene. Und es gibt verschiedene Regularien, die das Thema versuchen, in die Breite zu treiben, aber daran scheitern, dass es teilweise eben ein Gesetz ist, ohne die notwendigen begleitenden Maßnahmen, wie beispielsweise ein Kulturwandel. Wir hören ganz oft immer das Schlagwort Change Management, Veränderungsmanagement. Es fehlt an Schulungen, es fehlt überhaupt generell in der Breite an einem technischen Verständnis rund um Digitalisierung und an Daten. Und aus diesem Grund haben wir uns mit den Kollegen aus London eben auch zusammengesetzt und uns ein bisschen abgeguckt, was macht denn das ODI für UK, wie ist das Institut dort aufgestellt, wie können genau diese Defizite durch so ein Institut eben, unterstützt werden, ob sie sie ganz aus oder verbessern können, das wage ich gar nicht zu sagen, aber eben so eine Unterstützung zu bieten, die eben fehlt. Denn wir haben natürlich auf der einen oder anderen Seite verschiedene Stellen, wie beispielsweise das Kompetenzzentrum Open Data beim BVA. Die sind aber per Gesetz nur für die Bundes- und teilweise für die Landesebene zuständig. Die kommunale Ebene wird da komplett außen vor gelassen, wobei doch auf der kommunalen Ebene die meisten Daten veröffentlicht werden oder auch liegen. Was wir so ein bisschen von der Logik natürlich von einem Bundesgesetz her denken, verstehen. Aber in der Sache her hat es da einfach noch Lücken, um das Thema wirklich in die Breite zu treiben. Und so sind wir eben in dieser Expertenrunde dazu gekommen, ein Paper zu schreiben, wo eben die einzelnen Punkte grob zusammengefasst werden, die ein Open Data Institut eben bieten kann, ohne jetzt konkret schon eine organisatorische Brille drauf zu bringen, wie genau das aussehen kann, wo es angedockt wird, wer es finanziert. Das findet tatsächlich alles noch in vielen Gesprächen statt. Und natürlich ist die aktuelle Situation mit der neuen Bundesregierung für so eine Diskussion auch sehr, sehr spannend für uns. Was wir aber denken, ist, dass es sehr unabhängig agieren muss, um eben über alle föderalen Ebenen Unterstützung leisten zu können. Denn eine weitere Bundesbehörde ist aus unserer Sicht keine Lösung, um genau alle Ebenen unterstützen zu können. Aber wie genau das aussehen kann, da sind wir tatsächlich noch in den Diskussionen. Und ich freue mich, das auch heute hier einbringen zu können und mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren, was Pro und Kont sind und wie so eine, ja, Organisation, ein Institut aussehen kann. Und damit gebe ich zurück. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihr Eingangsstatement, das uns ja auch schon auf den Kern unserer Diskussion hinleitet. Wie genau sollte so ein Open Data Institute aussehen? Und bevor wir in die einsteigen, will ich gerne noch Frau Krebs die Möglichkeit für ein Eingangsstatement geben. Und bitte, Frau Krebs. Ja, vielen Dank, Herr Wagner. Hallo, Frau Jansen. Ich freue mich sehr, heute hier bei der Diskussion dabei sein zu dürfen. Also bei Neuland 21 begrüßen wir natürlich erstmal die Idee eines Open Data Instituts, um dem Thema Open Data mehr Relevanz zu verleihen, eben auch als gesamtgesellschaftliches Thema. Und also ich persönlich bin natürlich sehr neugierig, wie ein Open Data Institut die Öffnung von Verwaltungsdaten auf Landes- und Kommunalebene voranbringen kann. Also im Rahmen unseres Forschungsprojektes Open Data Land untersuchen wir die Potenziale von Open Data für ländliche Regionen, aber auch welche Herausforderungen die Kommunen haben bei der wirtschaftlichen und rechtlichen Ausgestaltung, um das Ganze eben zum Fliegen zu bringen. Also bei uns ist einfach die Frage, wie bringen wir Open Data aufs Land? In dem ersten Mapping des ländlichen Raums haben wir einfach festgestellt, dass dort
Open Data praktisch nicht vorkommt. Wir haben insgesamt in den ländlichen Regionen 165 Datenplattformen von Kommunen gefunden. Davon sind allerdings 96 Portale, Geodatenportale, und die bedienen nur teilweise eben auch die Open Data Standards. Also wir haben diese weißen Flecken auf der Landkarte. Und jetzt ist es aber so, dass knapp 47 Millionen BundesbürgerInnen in den ländlichen Regionen leben und 90% der Flächen Deutschlands gelten als ländliche Flächen. Die Diskussion um Open Data und auch wie wir Open Data in die Fläche bringen, wird aber meistens eben von den Mittel- und Großstädten getrieben. Aber natürlich, was in den Städten funktioniert, muss nicht unbedingt und automatisch bei ländlichen Kommunen eben funktionieren. Und daher begrüßen wir natürlich die Idee eines Open Data Instituts, um dafür eben auch Lösungen und Empfehlungen zu entwickeln. Ja, vielen Dank, Frau Krebs. Und dann würde ich den Ball doch gerne wieder direkt zurück zu Frau Jansen spielen. Frau Jansen, Sie haben uns jetzt grob erläutert, was Sie dazu bewegt, für ein Open Data Institute in Deutschland einzutreten. Und ich muss gestehen, das klingt durchaus sehr überzeugend. Jetzt frage ich mich natürlich, warum sind wir da noch nicht weiter? Also warum haben wir nicht so ein Institut? Und wer sind denn da auch vielleicht auch mögliche Bremser oder welche Hindernisse müssen wir überwinden, damit wir uns in Richtung eines solchen Instituts bewegen? Oh ja, das ist natürlich die ganz wichtige Frage schon vorne vorweg, warum wir da noch nicht weiter sind. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich verschiedene Faktoren, die damit einspielen. Also wenn wir mit der Bundesebene sprechen über so ein Institut, dann ist natürlich auch erstmal so, ja, das hört sich gut an und das macht irgendwie Sinn. Aber die Frage ist natürlich genau die, über diese drei föderalen Ebenen hinweg, wo ist so ein Institut angesiedelt? Also wenn es auf Bundesebene angesiedelt ist, dann ist natürlich auch der politische Wille ein besonderer, oder zumindest die Richtung wird auf eine bestimmte Art und Weise vorgegeben. Die Länder haben teilweise schon ihre eigenen Stellen. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach NRW blicken mit Open NRW, die ja auch sehr aktiv sind, da ist die Frage, macht ein Institut in NRW noch Sinn oder gibt es da andere Stellen, die schon unterwegs sind und Open Data, also Kommunen in NRW sind da ja auch schon sehr, sehr aktiv und teilweise Vorreiter. Also die Frage, wo so ein Institut angesiedelt ist, auf welcher Ebene, spielt durchaus eine wichtige Rolle, wie viel Bewegungsfreiheit man dann hat, wie viel Beratungsfreiheit vielleicht auch und Durchschlagskraft dann bis auf die Kommunen hinunter. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch, welches Ressort auf Bundesebene hat da so ein bisschen seine Finger mit im Spiel, möchte ich mal sagen, ist es dann eher so ein bisschen, dass wir mehr in die Richtung Forschung und Wissenschaft gehen, um eben uns auch anzuschauen, genau wie auf dem Land kann es denn aussehen, was vielleicht anders ist als jetzt in einer großen Smart City wie Hamburg. Also da bedarf es, glaube ich, auch einfach anderer Konzepte. Gehen wir mehr in Richtung Heimat, Innenministerium, die Themen, die dort angesiedelt sind. Also es ist auch eine politische Frage dahinter. Und das Thema ist, glaube ich, auch in der aktuellen Diskussion noch nicht auf der Prioritätenliste unter den Top 3 bis 5. Da sind einfach aktuell, glaube ich, auch andere Diskussionen, die stattfinden, was nicht heißt, dass das Thema unwichtiger wäre. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen tun, um das Verständnis von Digitalisierung und Daten überhaupt miteinander zu verknüpfen, zu sagen, okay, wie wollen wir Digitalisierung auf dem Land in den Kommunen vorantreiben? Das bedeutet für uns eben auch ein gewisser Teil an Datensouveränität, an Datenwissen. Wie gehe ich mit den Daten um in einer Kommune, die natürlich dann auch für weitere Zwecke genutzt werden können? Ja, also für alle Themen, die wir rund um Umwelt diskutieren, wie bringen wir Land und Stadt zusammen, das basiert auch alles auf Daten. Und dieses Verständnis müssen wir, glaube ich, noch viel, viel weiter in den Vordergrund bringen und auch ein bisschen Lobbyarbeit dafür betreiben, dass die zuständigen Stellen, die so ein Institut ermöglichen können, diesen Zusammenhang sehen und dann auch die Wichtigkeit erkennen.
Ja, vielen Dank. Man könnte ja vielleicht von einem Teufelskreis auch sprechen. Das Institut soll informieren und soll Sensibilitäten schaffen. Und nun fehlen vielleicht schon die Sensibilitäten für den Bedarf eines solchen Instituts, wenn man es vielleicht etwas auf die Spitze treiben will. Und ja, Sie haben schon angesprochen, die Koalitionsverhandlungen laufen. Ob wir ein neues Digitalministerium sehen werden, können wir nur mutmaßen. Vielleicht wäre das ja auch ein ganz geeigneter Ort, um ein solches Open Data Institute zu verwurzeln. Eine Frage habe ich noch an Sie, Frau Jansen, bevor wir das Wort wieder zurück an Frau Krebs geben. Ich habe ja eingangs den Data Governance Act oder den Vorschlag für einen Data Governance Act skizziert. Ob er so kommen wird, werden wir sehen müssen. Der Gesetzesvorschlag wartet ja mit neuen Institutionen auf. Die zentrale Informationsstelle, die mich offen gestanden etwas an GovData erinnert, genau, richtig. Und die zu benennenden Stellen, die bei der Bereitstellung sensibler Daten unterstützen sollen. Und das ist ja dann auch mehr wie eine bloße Hilfestellung mit Informationen, sondern es kann ja auch dahin gehen, dass die benannte Stelle die Daten sogar selber bereitstellt. Wäre ein, und das denke ich, wäre jetzt auch was Neues im Verhältnis vielleicht zu dem Institut, wie wir es aus NRW kennen, wäre das vielleicht auch ein geeigneter Aufhänger, um für ein Bundes-Open-Data-Institut oder ein überspannendes Open-Data-Institut, ein zentrales Open-Data-Institut in Deutschland zu werben und sagen, hey, da können wir Sachen miteinander verbinden und dann haben wir einen zentralen Ansprechpartner, der auch die Bereitstellung von sensiblen oder auch nur möglicherweise sensiblen Daten, manchmal weiß man das ja gar nicht im Vorfeld so genau, wie sensibel die Daten wirklich sind, aktiv unterstützen kann und unmittelbar technischen Support geben kann. Ja, auf jeden Fall. Also ich spreche mich persönlich auch komplett gegen einen Flickenteppich an Institutionen aus. Also es bringt nichts, viele, viele eigenständige Institutionen zu haben auf verschiedenen Ebenen, die nicht ausreichend miteinander kommunizieren und eigene Agenden umsetzen. Also das sehe ich auf jeden Fall. Ob dann diese Informationsstelle gekoppelt mit einem Institut funktionieren kann, das mag gut sein, aber es kann auf jeden Fall den Anstoß geben, zu sagen, wir brauchen eine übergeordnete Organisation, ob es jetzt ein Institut ist, Informationsstelle, wie immer man das dann nennen mag, die das Thema Daten in Deutschland vorantreibt, Standards setzt, Wissen aufbaut und die Akteure miteinander vernetzt. Das heißt, so eine Stelle ist aus meiner Sicht dringend notwendig. Wie sie dann heißt, sei dahingestellt. Aber ein Flickenteppich an Institutionen, ich glaube, das hilft keinem weiter. Und auch GovData ist zur aktuellen Situation nicht so ausgestattet und in einer ganz anderen Konstellation unterwegs und müsste komplett reformiert werden, um so etwas überhaupt leisten zu können. Aber es müssen natürlich alle Stellen mitgedacht werden. Das ist das ganz, ganz Wichtige dabei. Ja, vielen Dank. Frau Krebs, holen Sie uns doch nochmal ab und etwas in den ländlichen Raum. Wie schätzen Sie denn die Bereitschaft der ländlich geprägten Kommunen und Landkreise ein, überhaupt Daten als Open Data oder vielleicht in Zukunft auch als Shared Data bereitzustellen? Also unsere Erfahrung ist, dass Open Data nach wie vor ein Nischenthema ist, auch auf dem Land, und dass die ländlichen Regionen natürlich jetzt auch, hat ja nochmal Corona gezeigt, einfach ganz andere Prioritäten setzen und es einfach noch nicht wirklich eine Übersetzung gibt zwischen, wir haben hier einen Bedarf und kann dieser Bedarf datenbasiert vielleicht angegangen werden. Also diese zwei Themen werden einfach noch nicht zusammengedacht und natürlich auch nicht Digitalisierung und Bedarf und wie man das Ganze eben löst. Wenn wir mit Datenerhebenden sprechen, die schon erfolgreich Open Data im ländlichen Raum eben betreiben, hören wir natürlich von den Grabenkämpfen, die es da gegeben hat und diese ganzen Probleme, die auch die Städte eben auch umgetrieben haben. Aber
es ist nach wie vor ein ziemlicher Kampf um dieses Thema und dass es überhaupt auf einer politischen Agenda landet. Da spreche ich noch nicht mehr von den Landkreisen, sondern auf der Landesebene ist es einfach nach wie vor kein Thema. Und da sind wir natürlich eine große Versäumnis, zumal wir einfach ja einen Innovationsstau im ländlichen Raum eben auch befürchten. Okay, vielen Dank. So, gehen wir mal davon aus, wir schaffen jetzt ein Open Data Institut und es ist auch sehr erfolgreich und es wirbt für die Bedeutung von Datenbereitstellung und Datennutzung. Und im ländlichen Raum kommt die Erkenntnis an und der ländliche Raum, leicht verallgemeinert, sagt jetzt: Prima Idee, wir wollen das jetzt auch machen. Kann der ländliche Raum das vom Staat weg machen oder welche Hilfestellungen benötigt er? Wo sind vielleicht besonders große Hürden rechtlicher oder tatsächlicher Art, die, unterstellen wir mal, die Erkenntnis kommt an, im Wege stehen? Also solange es keine rechtlichen Vorgaben für Open Data jetzt mal auf Landesebene, solange es die nicht gibt, beschäftigen wir uns mit Fragen wie, also welche Daten braucht es überhaupt auf dem Land? Das haben wir mit unseren Interviewpartnern eben auch sehr tief besprochen. Also gibt es zum Beispiel, es gibt einfach eine Unsicherheit, warum man eigentlich überhaupt Daten für was veröffentlichen werden soll, weil Kommunen einfach nicht das Budget verfügen, um dann zu sagen, guck, wir haben jetzt hier ganz viele Transparenzmaßnahmen über Open Data geschaffen. Ne? Also die Frage nach dem ROI, das ist eine realistische. Deswegen haben wir uns gefragt, gibt es vielleicht Daten, die besonders für den ländlichen Raum relevant sind, wie Tourismusdaten oder aber auch Landwirtschaftsdaten? Braucht es zum Beispiel vielleicht auch einen Musterdatenkatalog für den ländlichen Raum, um, solange es eben noch keine rechtliche Grundlage für Open Data gibt, den Kommunen etwas an die Hand zu geben, guckt, das wird schon veröffentlicht und es ist auch für deine Kommune oder für eure Region, wir denken ja häufig auch in Datenregionen, sehr relevant. Und eine weitere Herausforderung, die wir eben auch sehen, ist, welche Infrastruktur nutzen wir denn? Ne? Also dieses große Thema Infrastruktur und wo können wir eigentlich unsere Daten hochladen, wie funktioniert das überhaupt, muss das alles händisch gemacht werden, automatisierter Prozess wäre natürlich schön, aber wer zahlt uns das? Ne? Also immer wieder diese große Frage nach, wir brauchen Personalressourcen, wir brauchen Ressourcen, um die Infrastruktur auf Vordermann zu bringen und ja, diese Frage ist einfach noch nicht beantwortet. Woher kommt dieses Geld? Und so ist es auch mit dem rechtlichen Rahmenwerk. Solange es keine einheitliche und verbindliche rechtliche Vorgabe gibt, und Frau Janssen hat diesen Flickenteppich an Institutionen eben angesprochen, und wir sehen natürlich diesen regulatorischen Flickenteppich, besteht einfach bei den Kommunen eine sehr große Unsicherheit, in welchem Rahmen sie denn jetzt eigentlich Open Data veröffentlichen können, dürfen und auch das rechtssicher eben auch durchführen können. Ja, und ein weiteres wichtiges Thema, und da sind die Städte haben da einfach einen großen Vorteil, ist, im ländlichen Raum fehlt einfach eine engagierte Open Data Community. Also die Nerds, die Hacker, alles, von was die Städte einfach profitieren, wir nennen es immer Open Data Laufpublikum, das geht im ländlichen Raum vollkommen ab. Und wir versuchen gerade eben in einem anderen Modellprojekt da in Bad Belzig, hier in Brandenburg, auch eine Open Data Community ohne ja, das übliche Open Data Laufpublikum zum Laufen zu bringen. Aber das ist wirklich sehr schwierig. Ja, vielen Dank, Frau Krebs. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie jetzt drei neuralgische Punkte aufgezeigt, an denen es krankt für mehr Open Data in Deutschland. Das eine ist die Infrastruktur. Das andere ist das Recht. Und das dritte ist, gerade im ländlichen Raum fehlt die Community. Jetzt will ich kurz eine Anmerkung aus dem Chat einflechten, bevor ich dann das Wort an Frau Janssen gebe. Die Anmerkung aus dem Chat kam, und die finde ich ehrlich gesagt sehr interessant, wenn wir darüber reden, uns fehlt die notwendige Infrastruktur für Open Data, dann ist es so ein bisschen schief, weil die Infrastruktur fehlt ja nicht nur für Open Data.
die fehlt generell für einen modernen digitalen Staat. Und das kann man nicht Open Data als Thema anlasten, sondern wenn wir die notwendige Infrastruktur für einen modernen digitalen Staat hätten, würde es uns auch leichter fallen, Open Data umzusetzen. Und vielleicht ist da ja auch das neue Datennutzungsgesetz mit seinem Paragraph 1 zumindest mal ein guter Anstoß. Kommen wir auf den Flickenteppich recht. Frau Jansen, wie kann ein Open Data Institut besser bei diesem Flickenteppich wirken, wie jetzt mehrere lokale Institute, die vielleicht zunehmend nach dem Vorbild von NRW nach und nach aus dem Boden schießen? Gute Frage. Also ich persönlich empfinde es gar nicht als rechtlichen Flickenteppich. Also ich finde, wir haben viele Institutionen und Akteure, die sich in einem Open-Data-Feld tummeln. Aber von der rechtlichen Perspektive, wenn wir jetzt wirklich nur auf Open-Data schauen, dann gibt es ein Bundesgesetz und es gibt in NRW ein Gesetz. Dann haben wir noch Transparenzgesetze. Aber dann hört es auch schon wieder so ein bisschen auf. Und wie jetzt der Data Governance Act dann auf die Kommunen einwirkt und auch die PSI-Richtlinie, da ist ja noch ein Fragezeichen dahinter. Von daher finde ich das immer, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Was ich aber verstehen kann, ist, dass die Kommunen überfordert sind von all den Fragen, die natürlich mit der Veröffentlichung von Daten einhergehen. Und da geht es ja viel um Standards, Metadatenformate, wie sehen die Schnittstellen aus, etc. Und dass das natürlich als Überforderung empfunden wird, wenn keine Infrastruktur bereitgestellt wird oder all diese Fragen, welche Daten denn überhaupt gar nicht geklärt sind, dass da eine Überforderung herrscht, das ist, glaube ich, sag ich mal, offensichtlich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen regulatorischen Fleckenteppich in dem Sinne gibt. Denn so ein Institut könnte tatsächlich hergehen und sagen, ja, aus all diesen Regulatorien und Standards etc., was ist denn jetzt die Marschrichtung? In welchem Format sollen diese Daten jetzt veröffentlicht werden? Soll es eine CSV-Datei sein? Soll es was anderes sein? Dass ein Institut sagt, okay, das ist gerade State of the Art im Bereich Open Data. Denn wir bewegen uns ja auch in einer sehr, sehr großen Spannbreite. Also die Kommunen, total verständlich sagen, welche Daten denn überhaupt. Da kann, wie von Ihnen angesprochen, so ein Musterdatenkatalog ja auch total helfen. Oder beispielsweise Patenschaften, dass man sagt, die Kommunen, die schon weiter sind, die kriegen immer eine Kommune an die Hand, eine Open-Data-Kommune, die noch nicht so weit ist, wo es dann eben einen Austausch gibt. Da gibt es ja verschiedene Ideen und Formate, die man sich da überlegen kann. Aber so ein Institut könnte halt eben die Marschrichtung sagen. Und da muss es dann von der Spannbreite, welche Daten gibt es überhaupt, was muss ich hier veröffentlichen oder was kann ich veröffentlichen? Denn aktuell sind ja die Kommunen noch nicht durch bestimmte Gesetze dazu verpflichtet. Versus linked Open Data und automatische Schnittstellen. Also wir sind da ja wirklich in einer Spannbreite unterwegs, die größer nicht sein könnte, ja, generell im Bereich der Digitalisierung. Aber hier sehen wir das so schön, dass die Kommunen teilweise nicht wissen, was eine CSV-Datei ist und wir auf einer anderen Ebene über ganz andere Problematiken und KI-Recht sprechen. Und ein Institut könnte genau diese Spannbreite aufmachen und eben für jeden Nutzer im Sinne von, okay, Nutzer des Instituts oder Wissensquelle Formate bereithalten, die genau diese Fragen beantworten. Also wenn ich jetzt Open Data mache als Kommune, wo muss ich denn anfangen? Wo gibt es schon mal Beispiele? Wie könnt ihr mich denn vielleicht mit einer Kommune zusammenbringen, die das Gleiche schon mal durchgemacht hat? Also wir sehen das auch als Wissenshub und als Plattform, um genau diese Leute zusammenzubringen. Und ich glaube, das fehlt, denn wir sind so ein bisschen, ja, es ist ein Nischenthema und man weiß voneinander. Und bei den Veranstaltungen hat man immer die Klassentreffen, Community, man kennt sich. Aber ich glaube, da müssen wir noch viel, viel mehr machen und zentral zusammenbringen, um diese Vorteile, Use Cases und was ist. Es gibt ja wirklich schon massiv Beispiele, ganz, ganz tolle Sachen, die gemacht werden. Aber die müssen eben noch viel, viel mehr in die Breite getragen werden, kommuniziert werden und aufgezeigt werden. Ja, vielen Dank für diese Einlassung. Als Jurist denke ich auch oft natürlich darüber nach, wie kann man was ins Recht einflechten und wie kann im besten Fall der Gesetzgeber schon so konkret Standards setzen, dass die deutsche Verwaltung sich dem auch nicht entziehen kann.
aus welchen Antriebsgründen auch immer. Und wenn das Institut jetzt natürlich als verlässliche Wissensquelle auch anerkannt wäre, gerade auch bei den Ministerien, so lässt zum Beispiel der Paragraph 12a, also die sogenannte Open Data Norm des Bundes, ja auch die Möglichkeit, dem Bundesministerium für Heimat und Bau und Inneres per Rechtsverordnung den Bereitstellungsprozess näher zu regulieren. Und wenn wir uns vorstellen, es gäbe jetzt doch mehr Open Data Normen in der Fläche, auch in den Ländern, die eine ähnliche Rechtsetzungskompetenz auch beinhalten würden, dann könnte man doch jedenfalls in diesem Prozess sehr gut an ein solches Institut andocken. Insofern bin ich auch ein großer Fan von diesem Institut. Es hätte ja vor allem auch den Vorteil, man fragt nicht an 5 verschiedenen Stellen nach und kriegt 6 verschiedene Antworten. Frau Krebs, Sie haben uns auch von dem Problem einer Open Data Community berichtet, die Sie in, wie ist der Ort nochmal? Bad Belzig, da haben wir unseren Geschäftssitz und auch sind auch unsere Partner in einem Modellprojekt. Genau. Vielleicht können Sie uns nochmal berichten, wie Sie da vorgegangen sind und sehr gerne. Also Bad Belzig ist so eine Stunde mit dem Regionalzug von Berlin entfernt und hat eben auch jetzt den Auftrag, eine Smart City Strategie umzusetzen. Daher haben wir es da mit sehr innovativen und fortschrittlichen Projektpartnern in der Kommune zu tun. Das kommt uns natürlich sehr entgegen. Ich koordiniere da unter anderem eben auch ein Modellprojekt, das heißt Alles auf Offen. Das findet im Rahmen der regionalen Open Government Labore statt. Und dieser Begriff Open Government ist ja für Kommunen häufig eben sehr, sehr abstrakt. Und wir versuchen in Bad Belzig verschiedene Open Government Aspekte so umzusetzen, dass sie greifbar sind. Und unter anderem eben auch, ja, was will eigentlich Open Data? Und wir haben damit begonnen, ein OK Lab dort eben zu etablieren. Also im Rahmen der Open Knowledge Foundation, also der OK Labs, und wir haben sozusagen das erste ländliche OK Lab geschaffen, weil die OK Labs funktionieren ja bereits sehr, sehr gut in den Städten und profitieren eben von dieser Open Data Laufkundschaft. Und in Bad Belzig bzw. im Fleming sieht es halt ein bisschen anders aus. Da kann man nicht irgendwie, haben wir nicht eine Datengrundlage, mit der wir dann mal munter vielleicht eben Ähnliches umsetzen können wie Gießen-Kietz. Es ist wirklich schwierig herauszufinden, wo sind eigentlich die Daten, und natürlich fehlt zum Teil eben auch das Verständnis, wieso Daten, und auch oftmals eine Skepsis gegenüber Daten, ne? Weil dieses Thema Open Data und Big Data nicht wirklich sauber getrennt wird. Und wir haben jetzt halt damit angefangen, also unter anderem eben mit Mitarbeitenden der Verwaltung, aber auch den Bürgern und Bürgerinnen mal zu screenen, welche Bedarfe gibt es denn eigentlich vor Ort? Und ich kann Ihnen da jetzt mal 2 konkrete nennen, wo man, oder 3 sogar. Also einmal gibt es in Bad Belzig einen Schießplatz, Schießplatzstand, und da kommt es immer wieder zu Lärmbelästigung, beziehungsweise Bürger und Bürgerinnen beschweren sich, dass das einfach zu laut ist, und der Schießplatzbetreiber sagt, nee, das ist schon alles, und es gibt aber keine Datengrundlage, deswegen diskutieren wir gerade darüber, lasst uns doch mal ein paar Lärmsensoren eben hängen, selber bauen noch, eine Datengrundlage über einen bestimmten Zeitraum zu schaffen, und dann haben wir eine Datengrundlage. Das Gleiche ist das Thema bei Feinstaubsensoren. In Fleming ist noch sehr viel, also konventionelle Landwirtschaft, und Bürger und Bürgerinnen in den kleineren Gemeinden beschweren sich häufig eben über eine schlechte Luftqualität, gerade im Sommer. Und da haben wir auch noch keine wirkliche Datengrundlage. Und über diese Internet of Things Projekte können wir eben auch die Bedeutung von datenbasierten Projekten stärker in den Vordergrund rücken. Und eine dritte Sache ist, es gibt immer, also draußen ist sehr viel Wald in Brandenburg, und es gibt immer so ein bisschen
ja, Ungereimtheiten, wie viel Wild eigentlich jetzt gerade unterwegs ist, ne? Und was eigentlich die realen Abschussquoten sind. Und Förster und Jäger haben da immer nur so ein Bauchgefühl, aber es gibt einfach keine Datengrundlage. Und auch da könnte man einfach über Daten eine Diskussionsgrundlage eben dann auch schaffen. Und wir gehen nicht mehr wir treten nicht mehr an die Bürger und Bürgerinnen heran, so welche Daten hätten es denn gern, sondern was sind eigentlich die Bedarfe vor Ort, ne? Und können datenbasierte Möglichkeiten oder Lösungen dafür gefunden werden? Und so fahren wir jetzt einfach, ja, so kompensieren wir eben auch das Wegfallen von einer Datencommunity. Vielen Dank. Also es geht darum, lokale Bedarfe zu analysieren und ihnen dann mit Datenstützen Lösungen zu begegnen und so insgesamt mehr Daten zu schaffen, die man dann eben auch bereitstellen kann. Der Prozess überzeugt, der leuchtet ein. Und Frau Jansen, wenn wir jetzt lokal eine Erfahrung machen wie in Bad Belzig und finden einen guten Prozess, wie kann denn dann in Zukunft vielleicht eine Kommune an das Open Data Institute herantreten? Oder wie sind denn solche Inputs von den Kommunen vielleicht auch institutionell am besten anzulegen, um möglichst flächendeckend Wissen zusammenzutragen und Best Practices zu generieren? Also ich glaube, dass alleine die Plattformen das zusammenbringen, also dass die Kommunen dann auch darüber Bescheid wissen, also das bedarf natürlich auch erstmal einem großen Kommunikationsanlauf, dass die Kommunen wissen, dass es so ein Institut gibt, hoffentlich bald, an das sie sich dann wenden können, wenn das Thema Open Data und vielleicht dann auch im Zusammenhang Open Government aufkommt. Weil das kann man natürlich auch zusammendenken. Ich sehe das immer ungern als komplett getrennte Sachen, sondern wenn eine Kommune sich auf den Weg machen will, dass sie eben einen Gesprächspartner hat und nicht alleine dasteht, wenn eben nicht vor Ort schon Community oder andere Stakeholder da sind, die unterstützen können. Und das Institut kann natürlich dann sagen, okay, wir stehen in Kontakt mit 30 anderen Kommunen, die sich genauso auf den Weg gemacht haben. Wir machen mal einen Workshop zusammen. Und zu diesem Workshop kommen 5 Kommunen, die sich gerade am Anfang befinden, wo sich ausgetauscht wird, wo genau diese Prozesse geteilt werden. Und vielleicht sagt dann eine Kommune, Mensch, wir haben auch so einen Schießstand und der ist auch voll laut, da haben wir auch keine Daten für. Also man weiß ja nie, welche Zusammenhänge da manchmal herauskommen. Oder es gibt eben andere, auch politische Herausforderungen in einer Kommune, ob es jetzt im Umweltbereich ist, im Bereich der Infrastruktur, wo es politische Herausforderungen gibt, die beantwortet werden müssen kommunal. Und für die Daten eben helfen können. Also ich glaube, viel kommt eben auch von der fachlichen Seite, weil dieses, oh, wir brauchen jetzt Daten, ich weiß gar nicht, wo Daten sind und wo kriege ich die denn her, sondern zu überlegen, okay, welche Herausforderung habe ich als Kommune aktuell? Wir müssen den ÖPNV ausbauen, das ist ja auch ein Problem auf dem Land. Wie sind die Verbindungen? Die ganzen Fragen der Klimakrise, das sind alles Sachen, die mit Daten besser gelingen können oder beantwortet werden können. Und ich glaube, da müssen wir den Kommunen dann helfen, ihre Herausforderungen einmal anders zu betrachten und die Frage zu stellen, wie können denn Daten und welche Daten könnten denn helfen, dieses Problem anzugehen? Und ich glaube, so kann ein Schuh draus werden und dann eben die einzelnen Kommunen, die sich auf dem Befinden zusammenzubringen, Workshops durchzuführen, Schulungen, wo dann eben die ganzen Daten, sage ich mal, die ganzen Themen aufgelistet werden von Metadaten, welche Dateiformate etc. Aber ich glaube, dass der fachliche Punkt vielleicht einfacher ist als diese Überforderung, wir müssen jetzt Open Data machen und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, sondern eben eine Herausforderung zu nehmen oder vielleicht auch eine Datendomäne. Das machen ja teilweise auch größere Städten, zu sagen, wir machen jetzt einmal den Bereich Umwelt. Welche Daten haben wir im Umweltbereich? Was brauchen wir hier? Was liegt vor? Wie können wir das aufarbeiten etc.? Und dann Schritt für Schritt sich weiter bewegen. Und ja, so ein Institut kann bei dem natürlich helfen, von Schulungen, Workshops zusammenzubringen, auch gemeinsam zu schauen, welche politischen Herausforderungen gerade anstehen, um da eben dann nochmal einen Deep Dive zu machen. Das, was Sie gerade gesagt haben, hat mir sehr gut gefallen. Also nicht zu sagen, wir haben Umweltschutz, eine Riesenherausforderung, die wahnsinnig Geld kostet, oder ÖPNV,
eine Herausforderung, die wahnsinnig viel Geld kostet, und wir stellen diese Herausforderung gegen die Herausforderung Open Data, sondern wir versuchen, die Probleme, die wir in der analogen Welt ohnehin haben, mit Daten zu lösen, und die Daten, die wir in dem Zusammenhang erheben, die stellen wir dann auch offen bereit. Das finde ich einen ganz hervorragenden Ansatz. Okay, kommen wir nochmal zurück auf das Institut als solches. Nehmen wir an, die kommende Bundesregierung hört von der Idee Open Data Institute und sagt, sehr gut, das wollen wir machen. Wie lange dauert es, bis so ein Institut überhaupt umgesetzt werden kann? Wie viel Zeit vergeht bis dahin? Und wie lange dauert es, bis es dann überhaupt so richtig arbeitsfähig ist? Und haben wir überhaupt die Zeit, die es dauert, bis wir ein solches Institut haben? Oder was müssen wir bereits schon vorher machen? Was müssen wir dringend unternehmen, damit wir die Zeit, bis wir vielleicht irgendwann ein solches Institut haben, überbrücken zu können? Frau Jansen, anspruchsvolle Frage. Ja, allerdings. Das ist natürlich ein bisschen in die Glaskugel schauen. Und wir haben natürlich an der einen oder anderen Stelle, ob es jetzt beispielsweise auch Tech for Germany ist oder andere Formate, auch das Kompetenzzentrum Open Data, was tatsächlich Jahre gebraucht hat, um wirklich arbeitsfähig zu sein. Das sind natürlich erstmal erschreckende Zahlen. Ich glaube aber auch, dass in einem Open Data Bereich und so wie ich das jetzt in meinen Berufsjahren erlebt habe und natürlich auch privat da in der Community unterwegs bin, so viele Überzeugungstäter haben, die das aus Herzblut machen, dass da einfach ein Schwung drin ist, der, glaube ich, auch über eine längere Zeit hinaus helfen kann und natürlich auch schon davor, denn ich glaube, so ein Institut lebt natürlich auch von einem Partnernetzwerk. Und bevor dann wirklich eine Organisationsform geschaffen wird und Leute eingestellt werden und Prozesse etabliert werden, das dauert natürlich seine Zeit. Aber man kann auch über viele Partnerschaften nachdenken, wo Leute aus der Community sagen, Mensch, ob ich jetzt am Samstag zu einem Hackathon gehe oder vielleicht mal am Freitag mit bei so einem Workshop von einem potenziellen Institut mithelfe, das wäre zumindest meine Hoffnung von der Community, dass wir das gemeinsam auch auf den Weg bringen können und jeder da so ein bisschen seinen Beitrag zu leistet. Das kann von einem Pad anfangen, wo wir sagen, wir sammeln mal alle Informationen zu Open Data, die wir haben, mal alle Use Cases. Das können ja auch manchmal wirklich die kleinen Sachen sein. Also diese Vorstellung, wir haben ein Institut, das sitzt in der Straße so und so und hat ein Gebäude und da sind 30 Leute angestellt. Ich glaube, bis wir da sind, das wird noch dauern. Aber die kleinen Schritte auf dem Weg, insbesondere der Wissensvermittlung und des Wissensmanagements, finde ich, sind nochmal ganz, ganz wichtige. Und ob es dann Werkstudenten sind, die mal aushelfen oder Partnerinstitutionen sagen, wir finanzieren mal mit einem Werkstudent, der für ein potenzielles Institut aushilft, etc. Da gibt es ganz viele Formate, die man sich vorher auch überlegen kann, um auf diesem Weg eben schnellstmöglich zum Ziel zu kommen. Aber wie lange es dann dauert, bis wirklich Leute eingestellt werden, die wirklich dort arbeiten, das traue ich mich gar nicht zu sagen, weil viele Beispiele aus der Vergangenheit natürlich zeigen, dass es leider Jahre dauert. Auf der anderen Seite hoffe ich mir natürlich von der Diskussion rund um ein Digitalministerium und die digitalen Herausforderungen, die wir leider haben, dass es doch dann schneller geht, weil einfach die Notwendigkeit erkannt wird. Weil ich glaube, das ist so ein dringendes Thema, das dürfen wir einfach nicht auf die Bank schieben. Okay, aber gehen wir jetzt mal davon aus, selbst der Staat beeilt sich bei dem Thema, bis das Institut gegründet ist, bis es tatsächlich arbeiten kann. 2 Jahre wäre, denke ich, schon sehr optimistisch. Ja, also. Also wir haben noch einige Zeit zu überbrücken, sagen wir es einfach mal so. Und Sie haben jetzt auch einen Weg aufgezeigt, wie das gelingen kann. Als Staat freue ich mich natürlich über die Community, aber ich glaube, ich darf mich auch nicht zurücklehnen und sagen, naja, bis wir dann dieses Institut haben, die werden das schon überbrücken. Was kann denn der Staat heute machen, um das Thema Open Data voranzubringen? Die Frage richtig ausdrücklich an Sie beide. Ein Vorschlag von mir wäre, das werfe ich jetzt einfach nur mal in den Raum, einen Anspruch auf Open Data schaffen, also ein einklagbares Recht, das ist vielleicht eher kontraproduktiv, wenn der Staat ja eigentlich proaktiv Daten bereitstellen soll. Aber so könnte man vielleicht ja doch irgendwie den Bürgern ein wirksames Werkzeug an die Hand geben, wie er den Staat doch ein bisschen zu seinem
Glück zwingen kann. Und zugleich könnte man die Gerichte ins Boot holen, die vielleicht dort, wo vielleicht doch noch etwas Rechtsunklarheit besteht, Rechtssicherheit schaffen können. Aber was fällt Ihnen beiden denn ein? Also ich würde jetzt mal mit Anfang machen. Also ich kann Ihnen da nur zustimmen. Also ich bin wirklich für eine Vereinheitlichung der Rechtslage, sodass es eben gerade den Kommunen einfach leicht fällt, mit gutem Gewissen eben auch offene Daten zu veröffentlichen. Wir hören immer wieder, dass eben diese Rechtsunsicherheit häufig eben auch ein Anlass ist, diesen ersten Open-Data-Schritt gar nicht erst zu gehen. Ne? Also nee, wir möchten uns da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Und für mich ist auch wichtig, dass über die Länder eine Entlastung der Kommunen für diese Digitalaufgaben eben geschaffen wird. Also wenn wir natürlich von der Daseinsvorsorgepflicht der Kommunen eben sprechen, müssen wir auch immer mehr auch über digitale Daseinsvorsorge einer Kommune sprechen. Und dafür braucht es eben Ressourcen, nochmal Ressourcen, unter anderem eben auch für Open Data. Und ein weiterer Knackpunkt ist für mich eben das zivilgesellschaftliche Engagement vor Ort, das ja maßgeblich dazu beigetragen hat in Deutschland, dass Open Data da steht, wo es heute steht in Deutschland. Und also jetzt von den ländlichen Kommunen her gesehen, ist das noch ein großes Fragezeichen für mich. Aber da gibt es bestimmt eben auch unter dem Dach eines Open Data Instituts sehr viele kreative Ideen, wie man da eben auch voranschreiten kann und wie sich die Kommunen da eben auch helfen kann. Aber ja, und last not least ist eben auch, dass es eine Automatisierung in den Fachreferaten gibt, sodass man sich nicht wirklich Gedanken darüber machen muss, in welchem Format muss ich denn jetzt diese Datei hochladen. Also dass sozusagen in den Fachreferaten, in den Softwares, die die Daten erheben, also ein Open Data Default Button mitgeliefert wird und ja, dann ist einfach auch schon viel einfacher, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Ja, ich knüpfe da gerne mal an. Also für mich ist der tatsächlich auch ein politischer Druck ein wichtiger Hebel. Also es kann nicht sein, dass wir ein Open Data Bundesgesetz haben und die wichtigsten Bundesministerien selbst gar keine Daten veröffentlichen. Also da müssen sie auch als Vorreiter vorangehen. Und wenn in so einem Gesetz auch keine Sanktionen drin ist und gar kein politischer Druck, ja, dann okay, dann setzt das halt keiner um und es ist wirklich nur komplett ein Placebo. Also das, finde ich, kann überhaupt nicht sein. Und da muss ein politischer Druck hinter, eine Sanktion, dass wenn bestimmte Behörden, die auf riesigen Datenschätzen sitzen, ihre Daten nicht veröffentlichen, dass da dann auch was passiert, weil sonst läuft es wirklich ins Leere. Also das ist ein Punkt, den ich da ganz groß sehe. Das kann natürlich ein Nachfragerecht von Bürgerinnen und Bürgern auf bestimmte Daten, das kann auch helfen, aber ich glaube, der politische Wille, sowas in einem Gesetz umzusetzen, der ist nicht da, aber dann muss eine Sanktion oder ein anderes Mittel her, um wirklich mindestens die Bundesbehörden und die Bundesministerien dazu bewegen, ihre Daten zu veröffentlichen, eben als Vorreiter. Der andere Punkt ist natürlich auch immer dieses Thema Kulturwandel, Change Management. Wir haben gerade auch schon darüber geredet, dass das Wissen rund um Digitalisierung und Daten eben nicht in der Fläche existiert. Ich glaube, wir haben aber vielleicht wir drei jetzt schon sehr viele Erfahrungen mitgemacht, dass es immer nur eine Floskel ist. Also es wird gesagt, wir brauchen einen Kulturwandel und dann wird ein IT-Projekt umgesetzt. Aber nee, also für Kommunikationsmaßnahmen ist kein Geld mehr da. Oder wir sollen ein ganzes Change Management machen für eine Behörde. Das wird nicht gesehen, das wird nicht unterstützt. Und für mich ist es deswegen, passt es teilweise nicht zusammen. Also wir brauchen einen Kulturwandel, wir brauchen Veränderungen, wir brauchen Wissensmanagement und Trainings für die Verwaltungsmitarbeitenden. Aber was dann hinten rauskommt, passt tatsächlich manchmal nicht zusammen. Also wenn man es wirklich ernst meint, dann muss man auch Ressourcen dafür zur Verfügung stellen. Dann darf es keinen Placebo-Effekt haben. Und dann darf es auch nicht jemand sein mit einer 0,2 FTE-Stelle, der dann mal ein Newsletter schreibt. Also da muss man auch mal ehrlich zu sich selber sein und mal überlegen, wie sein eigenes digitales Verhalten ist, wie man Newsletter liest, wie man sich selber im Netz bewegt und wie man dann trotzdem mit einem
bestimmten digitalen Verhalten an die Leute herantreten kann und denen sagt, okay, wir müssen das jetzt machen. Und ich glaube, da muss auch viel von Führungskräften vorgelegt werden. Denn wenn meine eigene Führungskraft nicht sagt, das ist notwendig, wir machen das jetzt, ich will das jetzt, dann wird es auch nicht passieren und dann werden auch die Ressourcen dafür nicht zur Verfügung gestellt. Also es ist schon wieder, wie wir zu Beginn ja angefangen haben, so ein kleiner Teufelskreis, wie wir da rauskommen. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, denn wir sagen immer, es in die Breite bringen. Aber das bedeutet das für mich, dass wirklich alle an einem Strang ziehen und dass dieser Kulturwandel auch wirklich ernst genommen wird und da auch die gezielten Maßnahmen hinterstehen. Ja, vielen Dank, Frau Jansen. Sie haben den Wille des Gesetzgebers angesprochen, der, und das hat er erst jüngst dokumentiert, die Überarbeitung des Paragraph 12a, also dieser Open Data Norm auf Bundesebene, ist ja noch gar nicht so lange her, eigentlich nicht wirklich willens ist, einen Anspruch auf Open Data zu implementieren. Vielleicht auch ein bisschen, weil er Angst hat, dass seine Behörden dem Ansturm, den es vielleicht auf manche Daten dann doch gäbe, gar nicht gerecht werden können. Sie haben jetzt Sanktionen in das Spiel gebracht und offen gestanden finde ich den Gedanken interessant, aber auch ein Stück weit schwierig. Weil der Staat müsste ja quasi sich selbst sanktionieren. Also was für eine Sanktion stellen Sie sich vor? Naja, es muss halt eine Sanktion, das kann man jetzt mal als Begriff ausdehnen, aber es muss eine Kontrollinstanz geben, die publik macht, diese Bundesbehörde hat nach 4 Jahren Gesetze uns so viele Daten bereitgestellt. Und wenn da nur 3 stehen und die von 2015 sind, dann kann das nicht sein. Also dann heißt es, dass diese Behörde das Bundesgesetz nicht umgesetzt hat. So. Und wer kontrolliert das? Wer guckt danach? Wer macht dann politischen Druck und sagt, das kann nicht sein? Nicht als Ober... Also so. Und ich muss da auch ehrlich gestehen, da kann ich auch den einen oder anderen verstehen, wenn da Politik verdrossen wird. Also wie kann es denn sein, dass wir Gesetze haben, die einfach nicht umgesetzt werden? Und das meine ich so ein bisschen mit einem zahnlosen Tiger oder einem Placebo-Effekt. Also es braucht eine Kontrollinstanz, die den Finger in die Wunde legt. Wie jetzt Sanktionen, ja, die Bundesregierung soll sich dann selber sanktionieren, das funktioniert ja meistens nicht so, aber es braucht eine Kontrollinstanz und vielleicht kann ein Open Data Institut einen Bericht veröffentlichen jährlich und sagen, hier, wir legen den Finger in die Wunde und schauen da mal rein, wer wie viele Daten veröffentlicht. Denn aktuell findet man das raus, indem man sehr aufwendig bei GovData alle Suchfunktionen durchgeht und sich dann anschaut, Bundesministerium X, ich will jetzt keine Namen nennen, oder Ministerien da auf den Pranger stellen, hat seit dem Bundesgesetz noch nie Daten veröffentlicht. Und so ein Institut könnte das natürlich dann auch machen, diese Transparenz genau herstellen. Aber dafür muss das Institut unabhängig sein und darf eben nicht als eine weitere Behörde in einem Ressortbereich angehängt sein, weil so funktioniert natürlich dann etwas als Kontrollinstanz nicht. Aber sowas könnte natürlich eine Möglichkeit sein. Ja, das leuchtet mir sehr ein. Also auch wenn wir an den Open Data Fortschrittsbericht denken, der ist ja doch sehr anonym gehalten. Umgekehrt bei Umfragen, die sind ja meistens anonym, damit man auch ein richtiges Abbild der Wirklichkeit erhält. Aber ein bisschen mehr Transparenz hätte man sich da vielleicht schon wünschen dürfen. Und vielleicht hätte man sich auch wünschen dürfen, dass diverse Ministerien angemahnt werden, mehr Daten bereitzustellen. Man kann natürlich auch immer ein bisschen auf die EU hoffen, die Datenbereitstellung in Europa durch Gesetzesakte voranbringt. Als Jurist bin ich dabei ehrlicherweise ein bisschen ernüchtert, weil es, glaube ich, der EU auch an der Kompetenz fehlt, um nicht nur die Datennutzung, sondern auch die Datenbereitstellung selbst voranzutreiben. So auch in der PSI-Richtlinie, so jetzt auch wieder in dem Data Governance Act. Ich glaube, selbst wenn die EU wollte, sie könnte es leider nicht. Wir haben jetzt noch 5 Minuten, bevor ich in die Mittagspause überleiten will. Und ich würde Ihnen beiden gerne noch die Gelegenheit geben, in einem Abschlussstatement zu bekunden, was Sie sich von einem Open Data Institut erhoffen und besonders wünschen. Vielleicht jeder 2 Minuten.
Frau Krebs, Sie aus der Perspektive des ländlichen Raums. Genau, also ich wünsche mir natürlich, aber das hatte ja auch Frau Janssen schon so bekundet, dass es eben auch, also sollte ein Open Data Institute gegründet werden, dass das eben auch nicht 2 Jahre in Anspruch nimmt und dass es eben neben dem Empfehlungscharakter eben auch die Möglichkeit hat, ganz klare rechtliche Vorgaben vorzugeben. Das wünsche ich mir und ich wünsche mir auch, dass das Open Data Institute nochmal ganz genau hinschaut und eben die Situation der ländlichen Kommunen, um eben auch diese Anschlussfähigkeit für Daten an Städte und wieder zurück zu gewährleisten, diese eben mit einbezieht in ihre Sicht und in ihre, ja, in ihre Empfehlungen. Ja, und kann mir nur wünschen, dass es eben zu einer Gründung kommt und dass das Ganze eben ja, zeitlich gut voranschreitet. Weil wir sind uns ja hier alle einig, Open Data ist wirklich wichtig, um Deutschland anschlussfähig zu machen. Und ich glaube, da gibt es einfach auch auf allen Ebenen keine Ausreden mehr, zumal einfach Open Data auch den Mehrwert in den Städten bereits bietet. Frau Krebs, verstehe ich Sie richtig, dass das Institut eher so eine Art Softlaw, also quasi verbindliche Guidelines und Standardisierung vorantreiben soll? Oder wünschen Sie sich harte Vorgaben von einem solchen Institut? Ich wünsche mir harte Vorgaben, ehrlich gesagt. Das würde ich mir auch wünschen. Ich halte es für rechtlich schwierig mit Blick darauf, dass halt eben dann, ich glaube sogar zum ersten Mal in Deutschland ein Institut harte Gesetze erlassen müsste, ob es dazu kommt. Genau, aber wenn ich mir was wünschen dürfte, dann ist es auf jeden Fall das. Vielleicht eben auch unterm Dach eines digitalen Ministeriums. Durch eine gute Anbindung, das klingt dann, glaube ich, eher umsetzbarer und ich denke, das ist ein guter Wunsch. Frau Janssen. Ja, also anknüpfend an das, ich glaube, ich wünsche mir von einem Institut auch State-of-the-art technische Vorgaben. Also, dass wir gar nicht mehr anfangen, okay, mit, naja, ein Excel und okay, ein PDF auch noch, sondern nee, das gibt es dann nicht mehr, sondern dass da einfach Open-Data-Standards gesetzt werden, die gar keinen Zweifel zulassen, auch dann für Kommunen, auch wenn es eben keinen rechtlichen Charakter hat. Das ist das eine. Und ich wünsche mir von einem Open-Data-Institut für Deutschland auch, dass es interdisziplinär aufgestellt ist, dass es ein Partner, dass es einfach eine Plattform ist für Community, für Wissenschaftler, für Experten, für Leute aus der Praxis, aus den Kommunen, von allen Ebenen, ein Zufluchtsort ist für alle Open Data Stakeholder in Deutschland, die gemeinsam eben genau solche Standards setzen, Diskussionen führen und das Thema auf eine ganz andere Ebene setzen. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Ja, vielen Dank, Frau Janssen. Dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu tun, als Ihnen ganz recht herzlich für Ihre wertvollen Diskussionsbeiträge zu danken und in die Mittagspause überzuleiten. Nach der Mittagspause um 13:30 wird Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Herr Martini empfangen mit einem kurzen Intermezzo zur europäischen AI Regulation, auf das wir sicherlich schon alle sehr gespannt sind. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.
Moderation des Tages und auch in die Mittagspause, vermute ich. Genau, genau so ist es. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank an alle Panelisten für die spannende Unterhaltung. Ich bin jetzt nur hier, um kurz Bescheid zu sagen, dass wir jetzt eine knappe Dreiviertelstunde Mittagspause machen. Wir sehen uns hier in Raum 1 wieder um 13:30 Uhr, also um 13.30 Uhr für ein kurzes Intermezzo. Und zwar mit Mario Martini von der Universität Speyer. Und danach geht es dann weiter mit unseren parallelen Sessions. Also eine gute Mittagspause und bis gleich.